willkommen zu Tell Me Why Kapitel 2. Wir sind alle schon gespannt seit der letzten Episode, wie es jetzt weitergeht. Wenn du die letzte Episode noch nicht gesehen hast, beziehungsweise die erste, dann schau gerne unten in der Beschreibung nach. Dort findest du das komplette Gameplay von der ersten Folge. Und jetzt fangen wir an mit diesem Tell Me Why Kapitel 2 Full Game Walkthrough. Ich bin gespannt. Und falls du auch mal live dabei sein möchtest, im Livestream komm auf www.twitch.tv/saftigesknu vorbei. Once upon a time, in a deep and ancient forest, there lived a pair of crafty goblins. The crafty goblins did everything together, until one day, when darkness overwhelmed the big wooden house in which they lived. Blamed for the darkness, Brother Goblin was forced to leave the forest, while his sister had to stay behind. Ten years later, they were finally reunited, and together, they decided to confront the darkness in the big wooden house. Though they sought the help of their friends in the forest, they found that no one wanted to delve into the long-gone past. This is how the goblins found themselves alone in the woods, trying to discover why darkness had submerged the big wooden house. Dankeschön, Lina. Willkommen. Hallo, guten Morgen an alle. Hallo, Tommy. Tomorrow we should play Compass and North Star in the woods. Be sure to wear your hat then. You be sure to wear your hat. All right, who wants ice cream? Me! Eat up. Without a word, she went out and buried the tiara in the ground beneath the sapling. And as the final scoop of dirt fell, the tiara felt truly gone. And with it, the final link to her old self. She could only go forward and find a new place for herself in this world, where she was no longer truly a princess in a tiara and a beautiful gown, but a wan woman. Alone in a deep and ancient wood. And that was how the princess lost her most precious treasure. And her title. I don't like that story. There were no goblins, and it was depressing. We won't read it again. I love you, Mom. Not me. Just kidding. Love you, Mom. Mwah. I love you too. Sleep well and dream, my doves. Ollie? Guten Morgen an alle. Ist aber seltsam, jetzt zeigen sie die Mutter als so liebevolle Mutter irgendwie. Das ist total verwirrend. What a waste. Das ist Eis. Allison! Ollie! Help!
need to call for help. Allison. I killed Mom. I killed her. Tell me why, Kapitel 2. Familiengeheimnisse und somit auch guten Morgen an alle weiteren Gnus, die gerade eingetroffen sind. Close all the curtains. Stay on the phone. We are the monsters. Closing a chapter of our lives, you know? And instead, we've spun off a whole miserable prequel trilogy. Okay. No. We're not letting ourselves do this again. Come on, up. Mind-numbing labor's a great way to forget your troubles. Can't we just have coffee instead? No. On your feet, soldier. Let's take a break from packing and sort out the furniture. If we get enough done, I'll drive you into town and buy you a gallon of ice cream. Mint chocolate chip, 2 gallons. Let's do this. Ach ja. Goblin face is keep. Dollar sign is donate or sell. And trash can is, well, trash. Schöne By Haare. The way, ich mag es, wenn man so ein französisch Zopf hat. This morning, but I left you the toilet. How very generous of you. Guten Morgen alle miteinander. Schön, dass ihr heute wieder mit mir an diesem wunderbaren Tag und dieses tolle Spiel zusammen verbringt. Mm. Crummy table and wobbly chairs. An
nice tablecloth could hide the stains. A tablecloth? Ooh, fancy lady. So, jetzt kann ich gucken, was wir behalten und was nicht. Und auch hier hat wieder jede Entscheidung hat eben Auswirkungen auf die Zukunft. We have a whole lot of nothing. I was hoping maybe you could make me one of those pickle and ketchup sandwiches. Ugh, why'd you have to remind me of that? I don't know how you ate that stuff. Says the guy who used to eat peanut butter with ranch. So good. Genau, und heute Abend spiele ich auch beim Fall-Guy-Turnier mit um 19 Uhr. Und was ihr jetzt seht, ich kann quasi, weil wir sind ja Zwillingsgeschwister, ist quasi möglich, dass wir telekinetische Kräfte miteinander haben und uns an Dinge erinnern können. Oh, what's that smell? Smells like delicious garbage. Ooh, yes, delicious indeed. Or could it be Stinky Pants Sam? Oh, Stinky Pants Sam! Come on now. Sam, that smell getting a skunk out of our barn. Be nice. A skunk? What did you do to her? Is she okay? Sure is. She just went hunting for food and couldn't get back out. All she needed was a little nudge to get her on her way. Lief da was mit den beiden? Kansky, hero of skunk kind. I remember being super impressed by him. And it made me want to be a wild animal superhero too. So witzig, dass manche von euch denken, es ist The Last of Us, höchstwahrscheinlich wegen ihr und dem Fischgrätenzopf. Nein, es ist nicht The Last of Us, es ist von dem Machern von Life is Strange. Allison. Ugh, gross stain is gross. Ugh, what happened? Some unfortunate spillage that brought about the end of indoor tea parties. I hid the stain with my toys, forgetting that they would eventually be picked up. Brilliant move, Ronan. I was so afraid that Marianne would ground me for the rest of my life. But she didn't, right? I guess it's finally time to take these pictures down. Yeah. Dann nehmt sie doch mit. Guten Morgen alle miteinander. Schön, dass ihr da seid. Ich will sie nicht. Das sind glückliche Erinnerungen. Behalten wir. I mean, most of them are pretty happy memories. I guess. You look cute here. That's not me. I mean, it is, but... But... You remember how I'd spend hours in front of the mirror just gathering all my hair behind my head? Sure. Dressed like this, with the long hair, it was like no one could really see me, you know? I was the invisible boy. Damn. Didn't think a picture could throw me like this anymore. Man sieht doch auf dem Bild ganz deutlich, dass sie voll happy ist und er gar keinen Bock hatte, schon ein Mädchen zu sein. Has therapy helped at all? Oh, yeah, definitely. My therapist really heard me when I said I was a guy. And she helped me get ready Brieftäubchen. For get, you know? It's dealing with other people that's been way harder than figuring myself out. At the end of the day, being able to look in the mirror and see Tyler, that's made the biggest difference. Which is why I'm scheduling my top surgery as soon as we sell this house. No more putting a binder on every morning. God, that sounds fucking amazing. Yeah, totally. Just so you know, I'll be there to help out when you do. Voll nett. Whatever you need. Gnuschi, thanks. Ich bin schon wieder in Deutschland. Right. What's your verdict, Ronan? You know what? I'll keep a few. To remind us how far we've come. Ja, würde ich auch sagen. Erinnerung behält man. Oh, warte mal, ist es der Vater? Wo, was ist denn das? Hä? Wir wissen ja noch nichts von dem Vater. Ach, das... Oh, man. I love this one. Why do I look so pissed? I remember loving this. Maybe because Marianne was sticking a camera in your face? Come on, smile, like Allison. Ah, hier war das. Come on, honey, smile, like Allison. Hold up your fish. It's not my fish anymore. Allison stole it. So schön hier, echt. Ich würde ihn nicht wegziehen. My sister, the fish thief. You were just being bratty. Ist das geil. Yes, all I did was help clean it when we were out on the porch. Eddie had to force you to share. Ich streame seit einer halben Stunde. Also ihr seid noch ganz frisch da am Anfang. I asked you to clean up the coffee table three times already.
I forgot. There you go. Take your time. He's not gonna jump up and do the cha-cha. What about me? I wanna clean the fish too. It's not even your fish. You didn't catch anything. Ugh. Only because you wouldn't stop talking and scared all the fish away. Keep your eyes on what you're doing. Allison, when we're done with this half, you can take over and do the other one. That sound fair? Yes. You're right. I was kind of being Brad. So, jetzt aber mal weiter putzen. Los. All right. I'll clean it up. Thanks. While you do that, I'll check out the furniture. Putzen. I'm guessing you want to keep the coffee table? Ja. Yeah. Is that okay? Sure. Das also putzen, einfach die Sachen runterschmeißen. And if I need a base in Juno, you'll have all the furniture I need. How very non-committal of you. All right, I'll keep it. Leute, wenn ihr weniger schwätzen würdet, dann wärt ihr auch schneller. Ach ja, das erinnert mich an Hand. Kennt ihr das Spiel noch? I really like that armchair. Kennt ihr das noch? Maybe sit in it for a few minutes and see if you get used to the mold. Das beruhigt mich irgendwie. Ich will auch sowas haben. On second thought, never mind. Ich will auch sowas haben. Behalten, das ist das Beste überhaupt. Maybe it'll be salvageable with a deep clean? So putze ich auch immer. Ich will das Ding, haben. Gute Besserung an den Fresh D-Lol. Guten Morgen, Lara. The couches get a one-way ticket to the dump. No protest here. I think I have permanent knee damage from a decade of bumping into the corner of those damn things. Well, then that's it for the living room. You are relieved from your duties. Hab ja echt viel geputzt, ne? Also echt, also. Create a cold sophisticated glue. So, den schmeißen wir weg. Ich glaube, den schmeißen wir weg. Müll. Muss ja nicht alles mitnehmen. Hey, Allison. This has been sitting in a damp house for 10 years. No one wants to eat off it. Oh, hallo. Wie hält denn der dort? Gum? Oh, I guess that was probably me. Ich spiele Tell Me Why. Die Kobolde waren hier. Das von den Machern von Life is Strange 1, nicht von 2, von 1. Hey, clean freak. You want coffee? I completely forgot we had a pet vole for a few days. Poor Volcano. She was in rough shape when we found her. Good thing Marianne actually knew what she was. Ancient appliances, you are staying here. Although, that oven looks in okay enough shape. No way. We are not moving the oven. Ja, guter Punkt. Ach, ist einfach eine Zutatenliste. Hallo Schutti, grüßt euch alle, guten Morgen. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Start in den Tag. Seid schön aus dem warmen Bett gerollt und habt euch gedacht, warum muss ich wieder raus? Thanks for clearing out those cabinets. Und dann alle, die krank sind, gute Besserung. Genau, in Alia haben wir ein bisschen. Oh, ew, 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 Rav and Sarah. Oh Gott. I can still say ah. I remember cutting off shaving cream beards with these. Yeah. So. What about that dresser? If you want your towels to rot, go for it. Fair enough. Junkyard. So. Oh, Larry, danke. Seit 8 Monaten dabei. Guten Morgen. So, wir räumen jetzt alles auf. Guten Morgen, ihr kleinen Stinker. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. Nehmt euch einen warmen virtuellen Kaffee und setzt euch. Sieht aus, als würde er da unten hinpinkeln. What light through yonder? Oh. There's a paper plane stuck in the ceiling light. Maybe it has a secret message from our past selves. Find something to knock it down. Hmm. I could use that ball. Okay. Let's see if I can still do this. Bitte lass mich nicht zielen, bitte lass mich nicht zielen. Ja, sehr gut. Oh my god. Wow. This is unreal. What is it? Allison's
Big fat loser. You're no better at insults than you were at 11. Why mess with perfection? Oh, der Bär. Baloney. Ich liege noch im warmen Guess who Bett. I found? Baloney. Oh. Ali Belly Baloney? Why, yes. I would love to have a tea party with you. Again. For the third time today. Liegt ihr noch im warmen Bettchen oder seid ihr schon in der Schule oder auf der Arbeit? Give them to charity. What's that? I said we should give our old toys to charity. Five little monkeys jumping on the bed. Hey, Tyler. How does Five Little Monkeys go again? Will this ever stop feeling so weird? Ja, das wird mich auch komisch vorkommen. Von Allison. Andere begreifen nicht, was uns gemeinsam lachen lässt und wie lieb wir uns haben. Aber ich weiß, was auch immer geschieht. Jeder Kobold hat einen Zwilling. Süß. Ja, guten Morgen, alle miteinander, Kadetten. Liebster Olli, wie geht es dir? Ich bin im Bootshaus und mir geht es sehr gut. Ich schreibe dir diesen Brief, um dich offiziell zu meiner Teeparty einzuladen. Ach, ist das süß. Im Bettchen. Oh, süß. So long, trusty bunkbeds. Herzlichen Glückwunsch, du hast die Karte entdeckt, finde heraus, was dahinter steckt. Folgst du meinen Spuren aus Glitzerstein zum Ende, dann kommst du vielleicht sogar aus der Fremde. Ach ja. Wunderhübsch. So. You gonna come back down to help me or what? Homeoffice beste hey, Leben. Oh. Ich glaube, da würde ich gar nicht meinen Booty hochkriegen. There's way too much junk to sort through. Ja, aber echt viel Spaß, diese Wohnung leer zu räumen, ey. Nach 10 Jahren. Da hätte ich aber gar keinen Bock drauf. I'm breaking. This dude needs his bean juice. Teilt jetzt wieder irgendeine Erinnerung. Eine Erinnerung. Erinnerung. Hier? Ah, hier. Lasagna! Lasagna! Finish your salad first. Thank you, Tessa. You're a lifesaver. Oh, don't worry about it. They're just leftovers from the restaurant. What about Volcano? She needs to eat her lunch, too. Oh, you're quite right, love. She can have my corn. Here you go, little one. You must be hungry too. Oh! Looks like Tessa didn't have that broom up her ass back then. So. I'm breaking. This dude needs his bean juice. Ja, Leute, das ist wieder das Problem, wenn kleine Kids wie ABC noch nicht zur Schule müssen oder vielleicht auch keinen Job haben, whatever. Leute, beachtet solche Menschen gar nicht. Einfach ignorieren. Früh sind halt leider keine Mods da, aber das wird sich künftig auch ändern. Einfach solche Leute ignorieren, die wollen nur Aufmerksamkeit, weil sie in ihrem Leben nichts Besseres zu tun haben, als andere beleidigen zu müssen, um sich besser zu fühlen. Du hast unser aller Beileid, mein Liebe. Es tut uns sehr, sehr leid. Unser Mitleid. So, jetzt wärmen wir uns auf. Yeah, I'm gonna boil some water. You want something to drink? Earl Grey or chai? Your call. I'm fixing myself a good old cup of joe. Oh Gott, wir haben auch so geilen Tee, Leute. Ich muss ihr euch mal präsentieren. I am so glad Eddie came through on the caffeine. Shh, did you hear that? The Ice King is sending us a warning. Oh, ich mag die Haare von der irgendwie. Das muss ich, glaube ich, auch mal machen. Hier ist wieder eine Memory und sogar mehrere. For your punishment, said the Ice King, you shall be banished from the forest. And if you dare come back before the new moon, you shall feel my anger in your gut. Hear it in the wind. Whoosh! Huh. Do you think the Ice King would really react that way? He may be intimidating, but he's always fair and never mean. Oh, yeah. You're right. Maybe he tells the goblins to help the people they hurt instead? Great idea, sweetie. Why don't we think about it at dinner? I'll put everything away for safekeeping while you go wash your hands. Can you put them in the binder so they don't get stained? Of course, love. Gute Besserung. An Rennick. I still think my dark and twisty version was better.
We put so many hours into that book. Yeah. Our binder was so schön hier. Ich dreh durch. Think they're all still in the kitchen drawer? We should go take a look. Gute Besserung an alle. Warum seid ihr denn alle krank? Was ist denn los? Guckt mal, wie schön es hier ist. Jetzt stellt euch mal vor, das ist euer Haus. Und ich liebe es im Winter, wenn es draußen, wenn bei uns mal Schnee liegt. Schnee liegt und dann die Sonne so schön drauf scheint und so eine schöne guten Morgensonne. Das ist doch einfach wundervoll, oder? Allison's first drafts. Right. Because I didn't contribute at all. Come on. I know you did. I can't believe she kept all these. You'd think putting them on the fridge for a couple of weeks would have been enough. You know how we thought of ourselves as the goblins? Did you ever get the sense that Ramonde. Maybe Marianne was the princess in the stories? Yeah. She called her bedroom the princess's sanctum, and she was all alone in the woods, in this house, until we showed up. She was. Alone. But with a few friends who helped her along the way. What are you doing? Research. So, if Marianne was the princess, then who were all the rest? Ja, das ist eine gute Frage. Here we go. Oh, come on. Humor me. Ah, ich glaube, Leute, ich habe eine Eingebung. Ihr erinnert euch doch sicherlich in der letzten Endsequenz, als die Mutter gejagt worden ist und dieses gruselige schwarze Ding da oben zu sehen war. Dieses Monster. Wisst ihr noch? Ja, ihr wisst noch? Weil ich glaube, dass diese ganze Geschichte, die die Mutter uns erzählt hat, eine Reflexion auf unser echtes Leben ist und die ganzen Tiere stellen jetzt ja quasi Personen dar. Und wir erfahren also auch noch, wer dieses schwarze, böse Ding da hinten ist, die wir quasi gesehen haben. Das heißt, die Kinder erinnern sich an dieses Monster immer nur zurück, aber man weiß noch nicht, wer dieses Monster darstellen soll. Das ist ja ein geiler Ansatz. Bestimmt ist es der Onkel oder so oder vielleicht der Vater. Ich bin gespannt. Männer sind immer böse, nein, Spaß. So, Buch der Krokodile. Ich muss quasi gucken, wer ist. Ach, da bin ich ja super schlecht. Da müsst ihr mir jetzt helfen. Ist das überhaupt die Story? Das ist doch nur das mit dem, was ich letztens schon gelesen habe, mit dem Sack, oder? Hier, was Buch der Kobolde schon wieder? Okay, ihr müsst mir helfen. Ich muss nämlich jetzt irgendwie herausfinden, wer hier wer ist. Und da bin ich ganz schlecht in sowas. Das haben wir letztes Mal schon gelesen. Aber das kann ja nicht alles sein, oder? Es muss ja noch irgendwo eine andere Story geben. So, eine Rücktaste bitte. Dankeschön. Wo kann ich hier einmal durchswipen? C weiter. Da haben wir einmal die Musketiere, die Moose. Da, das ist interessant. Wer ist dieser Mad Hunter? Das muss ja auch irgendjemand sein. Du bist ja berühmt. Nein, ich bin überhaupt nicht berühmt. So, wir haben jetzt im Prinzip alles gelesen. So. Ich muss doch jetzt irgendwie auswählen können, oder? Muss ich mich nicht erinnern? Ah, hier. So, die drei gibt's. So. Tauschen, tauschen. Also ich würde sagen, die Mutter ist doch auf jeden Fall... schwierig. Jetzt muss ich gucken. Ich würde sagen, der ist der Bär. You go here. Oder ist er nicht der Bär? Pelican. She was the most generous one. Yeah, but there was always a catch. Okay, dann ist das auf jeden Fall die Mutter. So würde ich sagen. Oh nee, es muss hier auch noch getauscht werden. So. Weil er in der Mitte ist der Fischer. So, ich würde es so einloggen. Nein? Alright. I think I'm done. You sure? Ja. How do you like them apples? You know, I think you might be onto something. What about these guys? I don't see them being real life people. Or this one. Okay, war das doch nicht richtig. Guten Morgen an alle miteinander. Schön, dass ihr da seid. Habe ich richtig gemacht, oder?
Ach so, da muss ich auch noch welche ansehen. The specific human attributes you have assigned to these forest animals are truly thought-provoking. Indubitably. Ach so, da gibt's noch mehr. Oh, je. Yep, totally Marianne. Why a princess, though? Why not a queen? She hated authority. Yeah, she'd have been a terrible ruler. Hm, den hier. Warum sagen wir dazu nichts? Das ist doch interessant. You better hurry, or the Mad Hunter will catch us! We need to hide. This way! What's going on? I don't know. Is he here? Is he really here? I don't know. I'm scared. Go away! Yeah! Go back to the forest! Ist es vielleicht der Vater? So, irgendwann, den die Kinder. I forgot about that. We'd been pretending he was there. And then, suddenly he was. That was the only time that happened, right? Allison? Wait. Ach, vielleicht sind es auch ihre Gedanken. It felt way too real. It was us. Pushing our imagination way too far. Oder vielleicht hat die Fantasie der Kinder diese Dinger wirklich ins Leben erweckt? Bad timing. We're not done with this conversation. Das kann doch sein, dass die Erinnerung der Kinder wirklich. Morning, Sam. Well, hi, goblins. I ran into a Der hatte echt schöne Zähne, Blenderdent. Starting to clean up on the house this morning, so I kind of figured you might need some supplies. That's. Thank you. That was very thoughtful. Oh, also got something for you, Tyler. Every man needs a good knife. There you are. Thanks, Sam. Süß. Good. Good. Yeah. Guten Morgen, Phantom. Before I forget, for the lady of the house. Hier, Tampons. Der Klassiker. Oh, geil. That was your mom's favorite recipe. Still make it darn near every week. Think of her every time. Thanks. But we don't have a stove. Still no electricity. Oh, yeah. Fuse box is busted. Just another thing I've been meaning to put back together around here. Where is it? I can take care of it. Oh, I don't doubt you can. But, I've been kicking this thing back to life for the last 20-some years. I'll give you a hand. All right. Box is in the barn. Follow me. We'll be right behind you. So typisch der Klassiker. Die Frau kriegt was zu kochen und der Mann kriegt das Messer. Setz uns los! Mein Spaß. Ich finde das Game gruselig. Ach, ich will. Well, I guess old bears can learn new tricks. Yep. Come on. Ich muss mir so einen französischen Fiskretenjob machen. Ach, es ist hübsch da draußen. Ist das schön. So, how's school? I graduated already. Outdoor studies. Oh, outdoor studies. Huh? Well, it's a good thing I came along when I did. You know what? Built this here barn for your mama. Hattest du was mit unserer Mama? You really helped her out, huh? Now, you know, just a few chores here and there. I was glad to help. Your mother, she. I can never bring myself to leave her high and dry. Anyways, let me find that darn key. Just open the door. And give us our keys. All of them. Well, I, figured I might still need to do some maintenance, so, Nope. We're good. Thank you. Fair warning. Door's a bit temperamental. Haven't you been taking care of this place? You didn't oil the doors? What?
You think I just hang out here all day or something? Here, son, give me a try. Good. Okay, when you twist it as far as you can to the left, give it a nice little jerk. Ach, hör je. Damn it. Hallo, Andy. Hallo, Selina. No, guten shit. Morgen, alle. Danke, Larry. Oh, ist das wunderschön hier. Ach, right. Gott. Fuses go into plugs. Should be easy enough. Mary Ann, ich habe mich um deine Elektrik gekümmert. Ich muss los, aber falls du es dir ansehen magst, pass auf, dass du die Schaltkreise nicht überlastest. Benutze 15 Ampere Sicherung für die Garage. Für das Haus Sicherungen bis insgesamt 120 Ampere, Sam. Bin ziemlich stolz, weil ich ausnahmsweise auf die richtige Farbkoordinierung geachtet habe. Jede Sicherung sollte ein Kabel der richtigen Farbe haben. Okay. Da unten ist Sicherung platzieren. 5. Also wir brauchen jetzt die schlauen Kadetten hier in unseren Reihen. So, also Moment. Halt. Also einmal hier. Muss ja immer 15. Die Schaltkreise dürfen nicht überlasten. Wir probieren jetzt einfach mal. Ich würde sagen, wir machen einfach mal hier 15 rein. Hier einfach mal 20. Hier einfach mal 20 und hier einfach mal 15. Hier unten würde ich einfach mal eine 30 reinpacken. Und dann würde ich die Schaltung bestätigen. Ups. Hey, I'm moving at my own pace. I need to know this stuff. Wieso muss ich das eigentlich machen, Kerles? Da rede ich noch vorhin über Gleichberechtigung und jetzt wünsche ich mir einfach nur, dass ihr mich in Ruhe lasst. So, nochmal lesen. Ich habe mich oder? Ich muss los. Aber falls du es dir ansehen magst, pass auf, dass du die Schaltkreise nicht überlastest. Benutze 15 Ampere Sicherung für die Garage. Für das Haus Sicherung bis insgesamt 120. Okay, also 15 für die Garage. Moment, lässt mich hier raus. Wo ist denn die Garage? Hier darf ich nur 120 benutzen maximal für hier oben, denke ich mal, oder? Oder heißt einfach, für was? Was ist gelb, was ist rot? Ich würde mal sagen, Garage. Hier ist doch wahrscheinlich maximal einfach nur 15, weil da darf ich nur maximal 15 benutzen. Das Gelbe ist wahrscheinlich Haus, oder? Genau, das heißt, das Gelbe ist Haus. Da dürfen maximal 120 sein, oder wie sehe ich das? Welche Kabel sind was? So, jetzt gucken wir mal, ob das hier irgendwie... Warte, ich muss mal kurz raus. Darf ich hier bitte mal raus? Nein? Okay, hey, alles in Ordnung. Lass mich hier bloß nicht raus. Hier. Leitungen. Küche, Steckdose, Beleuchtung, Garage. So, und was ist jetzt bitte was? So, kann mir jemand sagen, warum ich nicht auf die Merch-Webseite komme? Weil die ist weg, die gibt's bald wieder. Die unten zwei sind Garage. Ah, okay. Die scheinen ja zu stimmen, oder? Garage war ja was? Benutze 15 Ampere Sicherung für die Garage. Okay, das heißt, Garage sind nur so viel. Wie viel sind denn die blauen? Blau ist 15. Also ist doch eigentlich Garage schon fertig. Da muss ich ja nichts mehr reinpacken, oder? Kann ich hier nicht die Ding? Nee. Rechts von dir hängt ein Schaltplan. Ah, Garage, da ist es doch. Garage passt ja dann. Generator. Water, Kitchen, Outlet, Lights. Okay. Und steht hier noch irgendwas? Für das Haus, Sicherung bis insgesamt. Okay, das heißt, ich darf für den Rest einfach nur nicht mehr als 120 benutzen. Okay. Muss ich da nicht einfach nur... Hallo, Adina, Selina, danke schön für 7 Monate. Guten Morgen. Schau mal auf die Nummern auf dem oberen Plan. Da ist 6 Garage. Der Rest ist auch bezeichnet. Genau. Garage sind 15 drin. Das passt ja eigentlich so. Jetzt ist nur die Frage, darf hier alles irgendwie extra... Küche, Steckdose, Beleuchtung, wie viel? Also das darf alles insgesamt jetzt nur... Let's try this one. Das darf alles insgesamt nicht mehr als 120 sein, ne? Wird's ja eh nicht. Yeah, well, you're not the only person who used to fix stuff around here.
Pretty much took an army to keep this place standing. Hmm. Seems good. Halotronics von Amars Host? Fragezeichen. Oh, die Waffe ist weg. Die Mordwaffe. Beziehungsweise die versuchte, das versuchte Mordinstrument. You damn fool. Everything okay? You two look like you got this all in hand, so, Bye. What was that about? Ja, das ist halt wegen der Waffe fertig. Ich bin nicht mehr in Australien, ich bin in Deutschland seit 5 Wochen. Got so upset. Ich muss es mal in der Beschreibung rauspacken. Forgot he was all out of bourbon. Hey, that's not cool. Sam has a serious problem. Sorry. It was a low blow. Preda rep. What's that? Wolf pee. Ew, what? Do not spill it on your shoes. I sense a story. Well... look at this. I think this is where she made... She was so crafty. Toilet paper tubes, rope, cardboard. I wonder what she planned to make with that. Maybe a car? Ooh, or a tank. Dankeschön, Michael. Sie haben Probleme mit Strom? Thanks nochmal wegen letztes Mal. Dankeschön. Seit 7 Monaten dabei. Wow. Was heißt es eigentlich, was du da gerade gemacht hast, Michael? Dich kann ich ja mal ganz offen fragen. Sehr gerne übrigens. Und übrigens an alle Leute, es ist... Moment. Are you cooing at a spider? It had better be a tiny... What are we gonna do with this wreck? Take it apart and sell the scrap? Be my guest, but it sure looks like a pile of junk to me. Where you see junk, I see dollars. Oh man, I'm gonna put together the sweetest toolbox ever. So. Genau, übrigens Leute, weil viele kommen ja auf, was heißt was, weil da steht, subscribe at tier 1, they have subscribed for 7 months aktuell im 7. Vorlauf Monat. Also hast du quasi, was hast du da gepresst, weil ich immer nie weiß, was die Leute dann getan haben, wenn es dran steht. Dass du einfach seit 7 Monaten dabei bist. Genau, übrigens, es ist September. Für die, die es nicht wissen, wer jetzt subscribed, kriegt 20% vergünstigt. Allison, do you know who this für is? 3 Monate 25% und für 6 Monate 30%. Und da meine Community hauptsächlich auch von YouTube ist, was ist Twitch Prime, fragen mich immer viele. Wenn ihr Amazon Prime habt, könnt ihr euren Twitch-Account mit Amazon Prime verbinden, habt dann Twitch Prime und könnt einen Streamer eurer Wahl einen Prime schenken. So, vielleicht könnt ihr es auch einfach meine Mods ab und zu oder auch ihr den Leuten erklären, wenn jemand fragt, weil immer viele fragen, wie kann ich denn kostenlos subben. What did you find? Do you know who that is? Nein. Yeah, that's Carol, Eddie's mom. I've seen other pictures of her, but never this one. Man, look at Brown. And Marianne. She looks really happy. Can I? Careful, the glass is broken. Are you okay? It stings. Let's go see Mom. But she'll get mad. We weren't even supposed to be here. Ach so, okay, Michaels. Wie geht's dir denn? Dankeschön, Larry. Genau, übrigens, wer es nicht weiß, wir erinnern uns immer wieder an kleine Dinge. Und dann sehen wir immer, was passiert ist, wie hier jetzt zum Beispiel. Der Erinnerung folgen. Ist aber nett, dass es da steht. I don't want to. She said not to disturb her and Eddie. Where are you going? Things were different when she was around. We were Emily, Eddie, how could you do this to me? Shh. Look. I had to make that call. Oh, was? Ist Eddie nicht ihr Bruder? I can't figure out what's going on.
I don't know, but I remember that whatever Eddie had to do, whatever that call was about, it was tearing him up. Tearing him up? He was being a total cop, and Marianne got pissed and threw him out. Genau, sein Bruder. Here, I'm gonna show you what I remember. There's more. I can feel it. Genau, und die haben auch manchmal andere Erinnerungen. Und das Schwierige ist, du musst dich dann entscheiden, welche Erinnerung du nachgehst. Und wenn das halt falsch ist, hast du halt verkackt. I had to make that call. I was just following the law. Oh yeah? And this little visit right here? What would the law say about this, huh? Look, I didn't have to come out here, but I did. You're a goddamn hypocrite. Get out of here! Ja, hat immer die Mutter. I said get out! Out! Hat die Mutter mal aggressiv in Erinnerung und ich nicht what? So. She didn't throw the picture at him. You sure about that? He was being a complete dick. How can you be sure? We were eavesdropping. We could barely see a thing. What do you think happened then? Danke, Mike. Mir geht's auch gut. Hatte eine sehr stressige Zeit, aber es ist endlich vorbei. Adina, danke für den Twitchy Prime. Kann mir jemand sagen, wie viel das Spiel kostet? Look. I had to make that call. I was following procedure. What I'm legally required to do. Okay, Polizei, was gemacht? Why are you here? Pretty sure this isn't procedure. I wanted you to hear it from me. Please leave. Marianne, I'm sorry. Please just go. Wahrscheinlich hat die Polizei informiert, dass sie nicht mehr auf die Kinder aufpassen kann und jetzt das Jugendamt vor der Tür steht. How do we keep remembering the same thing so differently? It was a long time ago and, well, memory is a tricky thing. Wait, when did that happen? I'm not sure. I think it was the exact same day she attacked you. That's what I thought. But Uncle Eddie said he hadn't seen Marianne for weeks. Was ist für ein Geräusch? Ja, irgendwas ist, die beiden Kinder haben beide eine andere Erinnerung. He must have had his reasons for not telling us. Look, I know he took care of you, but that doesn't make him incapable of lying. I can't see him being that cold with Marianne. Muss ich mal die schöne Landschaft zeigen. I mean, I can, but who knows? I guess memory's a tricky thing, huh? Die kleine Zockerin, ist das so Richtung Life is Strange? Gute Nachrichten, das ist sogar von den Machern von Life is Strange 1. Tell me why, ich find's richtig cool, wird auch das Thema Transgender aufgegriffen. What? Gesundheit. Und ist echt sehr, sehr cool. Das wird all die Life is Strange lieben, wird dieses Spiel sehr gefallen. Und vor allem die Entscheidungen haben, glaube ich, auch einen richtigen Impact auf die Story. Stress ist nicht gut fürs Fell, absolut, absolut. Hallo an alle, schön, dass ihr da seid. Guten Morgen. Get out of here. Get off my property right now. So, wieder aggressiv oder ist die Mutter nicht aggressiv? So, we agree. Brown came out here and bullied Marianne the same day she attacked us. And then lied about it. Now what? We go and get a straight answer from him. Right now? Yes. I'll go get my car keys. Hello, Brokey. But what will these mountains of trash do without us? Das wollte ich jetzt gar nicht. Fuck the trash. Ups. Ich dachte, ich darf mir noch mal beides angucken, bevor ich mich entscheide. Wow, sieht das geil aus. Wow. Ich freue mich auch auf Schnee. Ich hoffe, wir haben dieses Jahr Schnee. I can't believe Brown lied. I mean, I may not be the guy's biggest fan, but he's always talking about the truth and the law and shit. Do you have to be so happy about it? What? I know you've been waiting for something like this. Something that proves Eddie's an asshole. But gloating about it is really not cool. It's Tina. I gotta take this. Yeah, just a sec. I'm parking the car. Okay, Luciana, dieses Jahr kommt vielleicht nicht wegen des Klima. Ja, ich hoffe, dass es trotzdem schneit. I'll just go stretch my legs then.
Vielleicht hat die Mom mehrere Persönlichkeiten, ja. Oder der Bruder war irgendwie, hat versucht, die Mutter als Verrückte darzustellen, um irgendwie an das Mädchen zu kommen. Weil er hat sich ja, als sie ein Kind war, um sie gekümmert. Okay, Tina, what's going on? Hi, hon. I've got someone who is super interested in seeing the house. Oh, that's amazing. When? They're just in the area for a couple of days, so they'd like to come by day after tomorrow. Oh, I'm not sure it'll be ready. Hon, this guy is very motivated, but I know he's looking at other properties. Not like you've had people breaking down the door. I appreciate that, but we've kind of got a lot going on over here. Did I mention it would be an all-cash offer? Ist doch komisch, oder? Tu es, kein guter Zeitpunkt. Was soll ich machen? Ah! Ah! Geil, wir können ihn immer noch rausschmeißen. Do it. Yeah? Yep. Great. I'll set it all up and send you the details. Mann, ich mache gerade wichtige Entscheidungen und weiß nicht, was das für Auswirkungen hat, verdammt. Also, wir können den Typen ja immer noch rausschmeißen, aber wer zahlt denn schon in Bar? Be alert for beers! Tu es, alle tu es, Bargeld, tu es! Ich hab's ja schon getan. Ansehen. Dee and I did that trail a couple years ago. We drank ice cold beers when we reached the summit. Geil. Whose votes are you looking to win out here, Tom? The Bears? The Bears. Okay. Hallo, Swiffer. Oh, wer hockt denn da? Ist das schön hier, echt? Das ist wirklich einfach nur schön. The artist really nailed this one. Dorian Key. Kind of looks like you found a nice spot. Wow. We've been here before, right? Ist das hübsch. So, Tina? Tina West, our realtor. Oh, that Tina. What'd she need? Well, we have an interested buyer. Tina's gonna show him the house day after tomorrow. Oh, great. Apparently he'd be paying cash, but he's just in town for a few days, so. Hmm. I mean, we're not signing anything in blood. It's just a showing. I know. Look, we both need this money. And it'll take at least a few weeks, right? There's plenty of time to figure out all this Marianne stuff. It's fine. You did it. It's done. Let's move on. So, before Tina called, we were talking? Yeah. I'm not happy your foster father fucked up. Oh yeah? Because you sure sounded like it. He hid information about Marianne. I know! You just don't have to rub it in. I get it. You're always gonna side with him over me. Come on, that's not fair. Then why do you keep doing it? This town, these people, they're just memories to you. But it's my home, Tyler. My friends, my family. And as much as I want answers, I'd rather not lay waste to my entire life to get them. You seem pretty eager to ditch all those friends and family, Allison. Apparently a cash offer is all it takes. I'm ready to move on. But that doesn't mean I want to burn every bridge on my way out. So, übrigens Mineralwasser. Guten Morgen alle miteinander, jetzt geht's ja richtig ab hier. Willst du den ganzen Tag schmollen? Ich liebe diese Aussicht, Eddie hat mich davor gewarnt. Bisschen off-topic. You're way more attached to this place than you let on. It's pretty crazy Tina found someone willing to pay cash for a house out here, huh? Yeah, I guess. You guess? That's it? I don't really want to talk about the house right now. Oh, okay. Wir können über Telepathie sprechen. Wie geil wäre das denn bei Mathearbeiten? Ach, ich will auch Schnee haben. Hey, you feeling this? Found you, North Star. Okay, now you're the star and I'm the compass. Okay, and don't cheat. I know you were sending me fake hints last time.
I did not. Yes, you did. Okay, okay, I won't do it again. You were always accusing me of cheating. Because you totally did. It was a cool game. Guessing where you were just by feeling what you felt. Yeah. Guten Morgen, Patrick. I can't believe we played it in public, though. We probably looked like tiny freaks shouting nonsense. Well, we were freaks. But that's why we were awesome. You never wished we fit in a little more? Not at all? Nah, not really. I mean, we had each other. That was enough for me. Hey, I really am sorry I gave Tina an answer without talking to you first. It's okay. You probably made the right call. You were right to call me out earlier. I was being a jerk about Eddie. I'm all for enjoying the wins as they come, but maybe not at the expense of my father figure. I'll try my best. Hallo Dennis. Hallo David. Ich bin neu. Kommst du neu aus der Verpackung, oder? I can't believe the old cannery is still in business. Plenty more fish in the sea. For now. I can't believe the old cannery is still in business. Plenty more fish in the sea. For now. Ja. David kommt frisch aus der Verpackung. Der riecht noch so. Kennt ihr das, wenn man Figuren auspackt? Die riechen doch so lecker. Ich muss jetzt leider gehen, die Arbeit ruft. Ich schaue mir den Rest heute Abend an. Ach, das ist süß, Samantha. Ich lade es euch auch auf das Spieltisch nur wieder hoch mit Liebe. Ist das Game von den Machern von Life is Strange? Ja! Ja! Hallo Game Org, und es ist richtig cool. Also, was ich richtig cool finde, wir sind quasi zwei Geschwister, Zwillinge. Wir waren beide Mädels. Er ist jetzt ein Mann. Finde ich auch super cool, dass es thematisiert wird. Super spannend. Die Mutter ist ermordet worden von einem von uns anscheinend, was ich noch nicht glaube. Also das erfährt man auch direkt am Anfang, keine Sorge, ich spoiler nicht, aber ich kann es echt jedem empfehlen, super cool. David, bist du eine Funko-Pop? Hey, what's down? David ist eine Funko-Pop! Oh, aha! I knew it was still here. I knew we'd been here before. We claimed it as part of the Ronin Kingdom. And it still is. All it needs is a little update. Danke, Parallel. What are you doing? Pashi macht auch Spaß. What I wanted to do back then, but I didn't have the guts. There, looking better already. You're right. Way better. Oh, süß. Das ist ein Teiler draus gemacht. Darf ich David sammeln? Aber natürlich darfst du das. Das Game ist so cool. Es kommt Life is Strange, mein Lieblingsspiel gleich. So? So geil. What's the plan? We go inside and calmly ask Eddie why he was there that day. All right. Let's try to let him get his side of the story out, okay? Uh-huh. Oh, yeah. I understand, Mr. Barrow. I'll be sure to let him know. Yes, I have it all written down. Have a good day, Mr. Barrow. Morning, Missy. How do you get stuck working reception? Rose called in sick this morning. I'm covering for her while I try to get my paperwork done. What are you doing here? Just checking in with Uncle Eddie. I'm guessing from the identical features that this is Tyler? Tyler, Denise, Denise, Tyler. Wilson, could you tell Officer Vincenzi that I'll be... Oh, good morning, Allison. Hi, Uncle. I'm gonna take Dr. Torres' statement. No need for Vincenzi to come back to the station. Hallo an alle, guten Morgen. He doesn't seem like he's in the best of moods. Yeah, I don't know what's going on, but he's been a little off all day. Good luck. Schaut mal, der Virus ist auch neu aus der Verpackung.
I'm sure he'll frisch eingetroffen. Limited Edition. Who designed this building? MC Escher? Layout is totally bizarre. It actually used to be the offices of a chicken farm. Ich hab ein Follow da geschrieben. Hello, kids. Hello, diese Stimme in meinem Kopf. David ist jetzt ein Teil der Collection. A few days? That's optimistic. It feels like every time dieser Haarschnitt. Drawer, two more just appear out of thin air. Dieser Haarschnitt, verdammt. Yes, you got my sympathies. When we emptied Linda's parents' house, oof. Wie Haargel musstest du dafür verwenden, vor allem es sieht aus wie so ein... I feel like I haven't seen her in months. Good. Yeah, she started working ich weiß noch nicht, wie es aussieht. Library. Das sieht aus wie... Pay's not great, but she gets to see the kids every day, so... I bet Brendan's thrilled. Oh, yeah. Happy as any teenager who's got to spend extra time with his mom. Well, I'll let you... Ein Stück Holz. No worries. You're not a bother. Vielleicht hat sie ein Stück Holz einfach draufgelegt. Bitte mach dir einfach nur eine Glatze. Yes, she was. Tyler Ronan. Good to see you again. You've gotten tall. That usually happens between ages 11 and 21. Fahrradsattel, ja. Yeah, well, welcome home. Oh, lange ist her, du. Thanks. It's been a while. So, what brings you two around? We're here to see Chief Brown. Oh boy, what do you do now? Suspects wanted for a felony. Oh, well, don't forget to read him his Miranda rights. So is there anything I can help you with? Wir reden später. I'll talk to you later. Hallo, Dev Stevo. Obwohl, ich wollte doch gerne ihm nach der Akte von dem Mom fragen. Können wir noch mal kurz reden? So is there anything I can help you with? You might, actually. Is there any way we could see the file for our mother's case? Ah, well, you're legally allowed to look at anything that concerns you, so you could always file a request for access. So, we can see it? Of course. I can start the paperwork if you want. It's okay. Wird der Onkel we'll figure it out with Brown. Die Akte der Mutter schauen. Ich glaube, die hat der Onkel bestimmt gefaked. Wir müssen auch mit allen reden, weil am Ende müssen wir wichtige Entscheidungen treffen. Und wenn uns Sachen fehlen, dann können wir uns nicht... Oh, hey, sorry, Tyler. I better finish this. Dann können wir quasi nicht die richtigen Entscheidungen bzw. die Aufgabe nicht erledigen. It's early day. Wenn du einem Kind so eine Frisur machst, dann hat es kein einfaches Leben. Hallo, Dev, Gnutschet, so soll's sein. Grüß dich, guten Morgen alle miteinander. Wie schön, dass alle da sind. Ich hoffe, Ihnen geht's gut. Sure is a commute. It certainly is. What's your usual working hours? I'm a surgical resident at one of the only hospitals in Southeast Alaska. I'm basically always on call. Ah, yeah, of course. Well, listen, we really appreciate you coming in after a 24-hour shift. Hat die irgendein Problem? Zu viel gearbeitet vielleicht? Morning, Chief Brown. Good morning, Tyler. Hey, could we talk to you in private? It's a little urgent. Can you excuse me for a second, Dr. Torres? What's going on, you two? We'd like to see our mother's case file. We talked to Greg's. We were hoping to file a request for access. Today. Excuse me. Come on. You can fill out the paperwork, but the file won't be ready for a few days. How long is it gonna take, exactly? That depends. 3 days? A week? A week? Aren't all the files just upstairs? Yeah, but the approval process takes time. I don't know what you're looking for in that file. I was the officer in charge of the case, and there's nothing you two don't already know. Look, guys, I've got a victim waiting to finish her statement. We can file the access paperwork later tonight. Guck mal, die hinten noch. Oh, I hate when he's stubborn like that. Er will was verheimlichen, das ist das Problem, meine Lady. Hallo. Er will etwas verheimlichen, deswegen. He's obviously not going to give us the truth. So I say we go. Hi, alle miteinander. Nun, ich habe heute Nacht durchgesuchtet, konnte mich nicht halten, weil sie neugierig. Spoiler, aber nichts. Am Dispack auch über die Hilfe. Danke, Dev. Wenn ich irgendwas überlese oder nicht sehe, was super wichtig ist.
dann sag mir das bitte, weil ich möchte nichts übersehen. Was hat die wohl erlebt? Yeah. Toilet emergency. Lake water. You know, Mother Nature's juice cleanse. There's a bathroom just past the break room. Behind you. First door on your right. Forget it, Tyler. There's no way we're getting upstairs out in the open like this. It's too suspicious. Ich glaube, der Frau ist was ganz Schlimmes widerfahren. Maybe we can check out that map of the building to reception. Oh my god. Why didn't I think of that? Lobby at 5. Now. You spin my head round, right round, round. Felix, what the fuck? Danke für den Stufe 2 Sub. Bist du des Wahnsinns? Vielen, vielen Dank. Merci. Dankeschön. Over here. Hey, been meaning to say, Allison showed us that article you wrote for the Juno Daily last year. You were spot on. The state needs to be giving way more money to youth centers. Fireweed was lucky to have you. Thanks. I spent a lot of time fighting for more outdoor activities. Made some enemies in the administration over that one. But the first time those kids summoned Mount Roberts, man, they were so proud. It felt great. Genau, die reden über Telepathie. I volunteer sometimes with the JCE. You give lectures about police work, lead group talks when I can. Do people around here know? No. So, keep it under your hat. You know how it is out here. Yeah, for sure. Anyways, sorry for the rant. What's up? Dankeschön, Felix. Vielen Dank. Allison told me about your dog. Hat jemand den Bug mitbekommen? Thanks, yeah. Guten Morgen, Eis. He was a good boy. Best. So, how do you like being a cop? Must be kind of weird. Oh, yeah. But I know I do a lot of good here. And the team's great. Chief Brown, he gets it. Really? Mm-hmm. We hired this guy last year who kept asking me to get him coffee. Chief canned his ass that day. Wow. Way to go, Chief Brown. What about you? Any thoughts on the future? It's genau, been erst hard transgender. Things have been way too up in the air. Well, this is something I have told your sister before, richtig rum. And that I'll tell you now. It's okay to take your time to figure things out. Figure yourself out. You'll be fine. Yeah, I'm sure. Oh, Felix, der Coole, dankeschön für dein Stufe 1. Ja, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank. Willkommen. Ja, habe ich mitbekommen, war leicht verstanden. Same way anyone finds anything. The internet. It took a few months before I actually went to a meeting, though. Every time I thought about going, I chickened out. I can totally relate. Well, trust me when I say it was the right move. It is a wonderful, supportive community. Can't recommend it enough. Okay. Kai, ich bin seit 5 Wochen zurück, oder seit 6 sogar. See you around then. Yeah, back to the grind. We'll talk later, okay? Ich muss es mal rausmachen aus meiner Beschreibung, sorry. So, meine Liebe, lass uns mal gehen. Over here, Tyler. By the map. Ja, ich bin noch da. Ach so, hier müsstest du. Alright. Let's see. There. Fire exit. It opens up to a staircase on the side of the building, but it'll definitely be locked from the inside. If one of us were to create a diversion, the other could slip upstairs and open the door. And since you're the troublemaker, I nominate you as the one to make a scene. Wait, really? Got a better idea? Naja, ich mach's. Not really, no. Right, let's go. Okay. Hallo Scout, das muss ich für Lärm sorgen. Ach, wie unangenehm, damit sie das abklemmen kann. Okay, wie mache ich denn das jetzt am besten? What? Ja, ich bin schon... Und wie spät ist es nun da? In Deutschland ist jetzt 9 Uhr. In Australien ist es jetzt 17 Uhr. Verrückt, oder? Man hat schon echt an Deutschland vorbeigelebt, muss ich schon sagen.
Hallo, Paul. Okay, ich glaube, ich muss irgendwie für Ablenkung sorgen. Mal gucken, ob ich... Was ist denn das? Guess I probably can't trip the circuit breaker, but I could turn the lights off. Just go. Improvise. Okay. Oh, ups. Tyler. Okay, das war schon mal gut. Okay, weiter noch was suchen. Wolltest du heute nicht was verkünden? War das heute? Ja. Turn right when you exit the station and follow the side of the building. Wie euch alles merkt. The staircase will be right there. Okay, was muss ich jetzt machen? Gucken wir mal, ob ich noch irgendwas machen kann. Ich habe die Akten umgeschmissen. Oh, Akten umschmeißen, das hört sich gut an. Wo sind die Akten? Wo sind die Akten? Wo sind die Akten? Akten, 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 ansehen. Okay, gibt es noch irgendwas Feines hier zum Umschmeißen? Und hier? Warum bist du nicht das Mädchen? Das wechselt immer ab. Hi, Tinte! Hallo an alle! Okay, was kann ich denn jetzt machen? You head now? Yeah, I need a smoke. You should think about quitting. Only gets harder the longer you do it. Yeah, I know. While you're at it, get your sister to stop too. Crisp winter air. Okay. By the door. Come on. Hier oder wo? Ist das nur ab 18? Ich stelle ihn vorsichtshalber immer ab 18, aber er ist eigentlich meistens nicht ab 18. Aber sicher ist sicher. Shit. Where are you? Right here. Open the door. Das ist heikel, das würde ich doch... Das ist so assi, was die machen. Oh Gott, ich kann ja einfach rein. Oh Gott! How old is Brown? 38. Oh, wow. Graduated really young. Youngest officer to ever join the DCPD. If Eddie catches us in here... Looks like this is where Brown keeps all his personal mail. So, mal Looks schön like lesen. He's working with the Office of Child Services Jugendamt. On the case. None of our business. Edward Brown. Wie weit reicht die Telepathie? Sehr gute Frage. Das haben wir noch nicht herausbekommen. Hallo Inferno. First name basis with the director of Fireweed. Oh. What'd you find? It's an invoice. Eddie Brown, you'll find enclosed the final invoice. You applied to a summer Seht drama ihr, der program hat rum back in 2009. Miss Allison Ronan. They rejected me. Michael and I were supposed to go together. He went. I was stuck here for the summer with no one but Justin Beaver for company. Why? Well, this letter says you got in. What the hell? Ach, schau mal, der hat alles von ihr abgehalten. Shouldn't be surprised he's lied to me in the past. Ich freue mich, dass unser Sommerprogramm zeitgenössische Drama der Akademie für Bildende Künste an der Geno University zugelassen wurden. Ach so, guck mal, der hat alles boykottiert, dass sie irgendwie bei ihm bleibt, der Onkel. Das ist ja gestört. Die wäre eigentlich schon längst in eine andere Universität gegangen. Der hat die nicht gehen lassen. Der ist doch irgendwie Psycho, oder? Brown really wants everyone to know what a fine, upstanding citizen he is, doesn't he? He's a genuinely good person. And saying that here, wie viele Minuten habe ich das Spiel verpasst? Eine Stunde? 10? Aber ich lade es euch hoch auf Vorspieltes. Setzen wir die Veckis neben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Was ist das? Hey Eddie, anbei findest du deine Einladung für die jährliche Veranstaltung. Wie immer habe ich dir ein plus 1 bewilligt für den Fall, dass du irgendwen irgendwann doch nutzt. Alles Gute, Elliot. You finding anything? No. Der hat doch bestimmt die Akten hier irgendwo. Huh. The Dallas Police Force is getting a new officer. Finally.
Diplom-Kontakt. He might work. Verantwortlich für Vorgesehene des Teams, unterstützend in der Ausbildung von Untergebenen. Was war da noch gesehen? Es stand doch noch irgendwas. Überwachung der Anfertigung von Sandwiches. Was ist das hier? This guy has a record. And not a short one. Why is he even in the running? Shh. Eddie has a really hard time hiring people out here. I don't think he has a choice. Ach so, der hat Donald Mert eingestellt, der schon was verbrochen hat. Was hat er denn gemacht? Bewaffneter Raubüberfall. Super, eingestellt. Hallo an alle, schön, dass ihr da seid. Tschüss, Tinti. You're gonna try to hack into his computer? Tschüss, Tinti, nein, Spaß. And computers are basically info. Whoa, Brown looked at our file this morning. Wait, what? What does that mean? I don't know. But there's a reference number. R68653. Wegen der Nachfrage zu Ronan-Fall. Die Akte wurde noch nicht digitalisiert, also kannst du die Originalpapiere zu anderen Referenzen zu dem Fall im Archiv finden. Die Transkripte zu Telefonaten wurden entfernt, aber du kannst die digitalisierte Telefonate über den Appendix finden. Also das wurde heute früh schon gemacht, bevor wir überhaupt da waren. Ich glaube, den Aktennamen brauche ich. Ach, R68563. Guten Morgen alle miteinander. Bitte denkt daran, dass eure alle Anwesenheit am Mittwoch, dem 11. November um 13 Uhr erforderlich ist. Wir müssen alle teilnehmen. Also sagt Bescheid, wenn ihr verhindert seid. Und ich mache einen neuen Termin. Wie ich diesen Morgen bereits erklärt habe, sprechen wir über sogenannte BIAs. Das ist keine Strafe und steht auch nicht mit der Entlassung von Randy Spears in Verbindung. Wir können alle von dieser Diskussion profitieren, ungeachtet unserer persönlichen Umstände. Ach, das ist der Typ, den ich eingestellt habe, oder? Wir möchten Sie an Ihre bevorstehenden Stadtratssitzung erinnern. Du hast an alle geantwortet, du Genie. Mensch, wer hat der denn heute Morgen in den Kaffee gepisst? Ach du Kacke. Und er hat es in den CC, du hast allen geantwortet, er hat es in den CC geschrieben. Wie peinlich! Leute, wir sind hier alle erwachsen. Wer auch immer ständig dreckiges Geschirr in die Spüle lässt, sollte lieber lernen, hinter sich aufzuräumen. Ach ja, das alte Problem. Peinlich. Okay. Huh. Tom invited Ed. Ah, was? Huh. Tom invited Eddie over for dinner? Oh, yeah. He's been trying way too hard to get Eddie's endorsement. Does he? Support Tom? He preferred staying neutral. One of his emails mentioned the archives. That's gotta be where our file is. Okay, wir müssen jetzt zur Akte. Hallo an alle, guten Morgen, hallo King Godzilla, na, gut geschlafen. So, lass mal Luki Luki machen. Wo sind die Akten? Akten, Akten, Akten. Wahrscheinlich eins weiter. Ich habe jetzt ja, glaube ich, die Aktennummer. Hier geht es doch bestimmt zu den Akten. Hier. Oh Gott, da brauchen wir jetzt einen Code. Please tell me you know what the code is. To the highly confidential police archive? Then how am I supposed to open the door? I spent hours playing next to this room. I'd see people go inside all the time. The keypad does this little tune. Dum da dee doo. Seriously? Go on, try. I don't think that's the right order. Okay, warte. Okay, wir müssen uns also erinnern. How did that tune go again? Dum da dei du. Okay, also müssen wir Dumm machen. Oh, shut up. You never told me you had perfect pitch. Shut up. Okay, was war denn eigentlich das erste? Gee, only 24 different possibilities. I don't think that's the right. Mann! Das ist kein Horror-Game. Hallo, Kevin. Das ist doch. You're pressing the wrong numbers. Wie wär's, wenn du's machst? Nee, es war doch Damm. Also ich weiß auf jeden Fall, dass es das ist. I think that's the right order. 604, sagst du?
Oh ja, du hast recht. Sehr gut, danke. Yes. Dankeschön. Merci. Looks like they're finally going digital. Oh, that's right. I remember Eddie complaining about this. Du weißt, die Tür zumacht? They're gonna have to resort everything. Great. They've digitized their closed files, but only the ones before 1990. Meaning our file is still somewhere in those boxes. Perfect. A room of scattered case files and a half-done sorting system. Yep. This is gonna be so fun for you. I'm gonna go keep a lookout. Du machst What? Einfach bitte die Tür zu. Why do I have to be the one stuck with box duty? Because if anyone sees me, I'll have a better excuse for being there. Reach out if you need anything. R68653. Look it up. Look it up, she says. Okay. Das was R6. Nope. Not this one either. No, that's not it. R6. Ich hoffe, ich muss mich jetzt nicht beeilen, weil wirklich jemand kommt. Die Musik macht es mir nicht einfach. Well. You know, it'd go a lot faster. Not this one either. No, that's not nope. Dumm da, die dumm. Was stand da gerade? Geschlossene Akten bis 19 wurden digitalisiert, das wissen wir schon. Toll, jetzt habe ich einen Ohrwurm. Hm. No, nope. You finding anything? Here we go. Ah, ich hab sie. Looks like a step-by-step record of the investigation. Well? So far, I'm not seeing anything we didn't know already. Leichnam wurde an Gerichtsmedizin überführt, Tatort gesichert. You might be able to look those up on the computer, even if our file Kinder auf der Wache befragt. They may already have it in the appendix. Es wurde ausgesagt, nachdem Name die minderjährig geschwärzt Ronans Haare durch Schwester Ronans habe kurz schneiden lassen, habe Mary Ann Ronan mit einer Waffe bedroht. Als die minderjährig geschwärzt Ronan vor ihr floh, habe M.A. Rainen an den Pier, hat sie an den Pier verfolgt. Ronan habe M.A. Ronan, die zu diesem Zeitpunkt das Kind immer noch bedrohte, eine Stichwunde zugefügt, ehe sie ins Wasser gefallen sei. Zeugin sagt aus, kurz darauf den Notruf verständigt zu haben. Brown, 36, hatte untersucht. Die von die Ronan erwähnte Schere konnte nicht gefunden werden. Interessant. Fall an Staatsanwalt. Okay, das wissen wir ja alles schon. Das ist alles. Ist das wirklich alles? Hallo Sabrina, begrüße Sie alle recht herzlich. Hallo Karotte, schön Sie alle zu sehen. Hallo Sterni. Sterni ist da. There might be other references on the computer. Ach so, jetzt auf den Computer gehen. Okay, alles klar. Okay. Ach so, hier meinen sie, okay. Alright, I'm in. You can search by keywords. What should I look for? I don't know. Mary Ann Ronan? March 1st, 2005? Schlagwörter, du musst zwei Schlagwörter auswählen. Hier. 24-Stunden-Bericht. Tötungsdelikt, Opferinformation, Zusammenfassung. Autopsiebericht, persönliche Daten, wie kann ich denn das dann aufdrücken? Schlagwörter, Akten auswählen, suchte zwei Akten eingeben, Polizeibericht. References 05 R61889. Achso, jetzt muss ich wohl Neues gucken, oder wie? Nope. Not this one. Oh, jetzt gibt's wieder mehr zu gucken. Ah, okay. Not this one either. No, that's not it. Nope. Not this one either. Where's it doch nehmen? That's nope. You finding anything? 05. Oh Gott, ich komme mir so vor, als wäre ich irre.
So, jetzt muss ich doch wieder irgendwas finden hier, oder? Irgendeine Aktennummer. No, that's not it. Well? Nope. No, that's not it. No, 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 that's not it. Nope. No, that's not it. Well? There. Ah, da, direkt daneben. Hallo, gestylter Kuchen. Man hat auch nicht den Mädchennamen von Tyler rausgefunden, oder? Hätte mich da interessiert, wie er als Mädchen hieß. Doch, er hieß doch irgendwas mit O. Wie hieß er nochmal als Mädchen? Das weiß man eigentlich. Ich habe eine Summary von allem gefunden. Wow, das ist ein real Detective Novel. Brown ist quite the wordsmith. He's not a writer, Tyler. So, gucken wir mal, ob wir lesen. Kriminalbericht, Opfer Mary Ann Ronan. 41, Road, lalala. Okay, dann gucken wir mal weiter. Was steht hier alles Schönes drin? Das werden wir irgendwas erfahren. Zusammenfassung des Verbrechens. Am 1. März 2005 gegen 22 Uhr verließ das Opfer Mary Ann, eine 41-jährige weiße Frau, ihr Haus und betrat ihre Garage, um eine 9mm Schrottflinte der Marke Rustler 3121 zu laden. Kurz darauf betrat ihr Kind, named Dee, Ronan, 11 Jahre alt, die Garage, um seiner Mutter den neuen Haarschnitt zu zeigen, den es von seiner... Wie hieß das Kind? Hast du da schon reingeschrieben? Oder irre ich mich? Olivia, Olli. Genau, Olli, Olivia. Genau. Haarschnitt, den seine Schwester Ronan erhalten hatte. Der Zeugenaussage von Dee Ronan zufolge reagierte Mary Ann auf den Haarschnitt mit einem Wutausbruch und bedrohte Olli Ronan mit der Schrottflinte. Mit der Schrotflinte, nicht Schrott, Schrotflinte. Ronan floh aus der Garage in Richtung des Sees und rief laut um Hilfe. Mary Ann folgte ihr, nach wie vor bewaffnet auf dem Pier auf der Südseite des Grundstücks. Das wissen wir ja schon alles. Vom Lärm alarmiert begab sich Zeugin Olivia Romans ebenfalls, nee, die Schwester Ronan ebenfalls aus dem Haus in Richtung des Piers, wo sie beobachtete, wie Ronan von Mary Ann bedroht wurde, mit der für ihn den Haarschnitt verwendete Schere auf sie einstach, um sich selbst zu verteidigen. Aha! Seht ihr? Anscheinend habe ich die Mutter umgebracht, also Tyler. Beide Zeugen sagen aus, M.A. Ronan habe zu dem Zeitpunkt das Bewusstsein verloren und sei in den See gefallen. Um 22:29 Uhr erhielt Officer Christian Holt Dienstnummer 55899. Ach so, okay, das war die Falschaussage, die gemacht worden ist. Weil Tyler hat ja seiner Schwester gesagt, schieb's auf mich. Und erhielt Officer Christian Holt Dienstnummer 55899 Dallas Police Department einen Anruf von der minderjährigen Ronan, in dem der Vorteil geschildert wurde. Streifenpolizist Jan, Dienstnummer 562, wurde an der Tat versandt. Jan riegelte den Tatort ab, eröffnete den Tatortprotokoll und versorgte die beiden Jugendlichen. Benachrichtigung Ermittler. Am 1. März 2005 benachrichtigte Officer Christian Holt seinen Partner Officer Eddie Brown per Telefon über den Vorfall, bevor sich beide zum Tatort begaben. Ermittlungen. Holt und Brown erreichten den Tatort gegen 22.58 Uhr. Sie stellten fest, dass sich der Tatort vollständig außerhalb des Hauses befand. Die Canary Road ist eine abgelegene Straße, auf der sich hauptsächlich einige Anwohnerhäuser befinden. Die Ermittler bemerkten eine geladene Schrotflinte der Marke Wrestler auf dem Pier. Es waren keine Schüsse abgegeben worden. Sie wiesen das forensische Personal an, die Gegenstände zu sichern. Die Ermittler sprachen mit dem Zeugen. Guten Morgen. Ach stimmt, ja, die hat ja die Schuld auf sich genommen, beziehungsweise er. Ronan sagte aus, sie habe sich in ihrem Schlafzimmer im Obergeschoss gefunden, als sie Schreie hörte. Sie sei die Treppe hinuntergegangen und habe dort durch das Küchenfenster und ihre Mutter Mary Ann am Pier gesehen, also ihre Schwester. Olli habe versucht wegzulaufen, doch Mary Ann habe gedroht zu schießen. Den Aussagen beider Zeugen zufolge soll sie gesagt haben, ich bringe dich um. Dann stach Tyler quasi bei dem Versuch zu entkommen mit der Schere auf die Mutter ein. Mary Ann verlor das Bewusstsein, fiel ins Wasser. Beweismittel. Das wissen wir ja alles. Im Prinzip. Gibt's da noch irgendwas, was wir wissen müssen? Ach, guck mal, jetzt gibt's hier noch mehr. Eddie Brown. Aqua zurücksetzen, vielleicht. Hier. Bingo. Hier, Akte 0501.EBR. Ich wüsste gar nicht, wie das alles für ein Jugendamt. Okay. Okay. I need to check out 05.
01COMEBR. Okay. Da. Okay, here it is. So. Guten Morgen, Tschüss, der Barbecue Panda. Hallo alle miteinander. Das ist so nervend, aufrabend, gespannt. Oh, süß. Child Services. What do you mean? I'm looking at a fax receipt with Brown's name on it. Sent to the Office of Child Services with the subject Ronan family. What? There has to be more to this. Just keep looking. Ich wusste es. Der Bruder hat quasi, also der Onkel, der Sheriff hat damals vor dem Haus das Jugendamt auf die Mutter gehetzt. Ha, wir wussten es. Okay. So ein Arsch. Ich habe ein echtes Glück. Oh, es passiert doch irgendwas, oder? Shit. Eddie's coming up the stairs. What do I do? What do I do? Scheiße. Halt hin. Stole him. No shit, Sherlock. Sag, ich bin im Bad, bring ihn in sein Büro. Tell him you need to talk in his office. So. Okay, Jugendamt. Aufzeichnung. This is Officer Eddie Brown. Hello, Officer Brown. This is Simone Prue from the Office of Child Services. Hello, Mrs. Prue. I'm calling about the Ronan family. I just wanted to let you know that we will be moving forward with the case. I see. Is there anyone additional we should interview while we're in the area? Yeah, Samuel Kansky is a close friend of the family. Uh-huh. K-A-N-S-K-Y. Great. Your caseworker, Sandy Black, will be arriving on March 5th. She'll drop by the station first thing in the morning. Mrs. Prue, how worried should we be? I really can't say until I have a full picture of the situation. Of course. Well, have a good afternoon, Mrs. Prue. What the fuck? You too, sir. I just listened to Brown chatting with OCS. He really did it. He reported her. What if he was just a go-between? He might not have had a choice. We need to keep digging. This is Officer Eddie Brown. Hello, Officer Brown. This is Simone Prue from the Office of Child Services. Hello, Mrs. Prue. I'm calling about the Ronan family. I just wanted to let you know that we will be moving forward. Oh, spannend. I see. Is there anyone additional we should interview while we're in the area? Yeah, Samuel Kansky is a close friend of the family. Uh-huh. K-A-N-S-K-Y. Great. Your caseworker, Sandy Black, will be arriving on March 5th. She'll drop Scheiße, by the station irgendwas first thing finden. In the morning. Mrs. Prue, how worried should we be? Gibt's noch irgendwelche Möglichkeiten, die ich kombinieren kann? Of the situation. Of course. Well, have a good afternoon, Mrs. Prue. Gibt's noch irgendwas, was ich finden kann? Just listen to Brown chatting with OCS. He really did it. He reported her. What if he was just a go-between? He might not have had a choice. We need to keep digging. Was gibt's noch zu finden, Def? Los, sag es mir. Das haben wir schon gesehen. Already seen this one. Been there, done that. Scheiße, ich bin gerade ein bisschen nervös, weil ich Angst habe, dass wir keine Zeit mehr haben. Bestimmt, Kansky. Kinderungen. Jugendamt. Aufzeichnungen. Sam K. Ich kriege zu meinem Geburtstag ein PC, bin vor 2 Minuten aufgewacht. Muss ich vielleicht nach Kansky jetzt suchen oder wie? Gibt's hier ja wahrscheinlich gar nicht, oder? Es gibt noch was, aber ich weiß die Kombi nicht mehr. Das war so stressig da drinnen. Ja, hab mich auch gestresst. Muss auch irgendwas geben, Leute. Kommt schon, das ist ein wichtiger Hinweis. Andere Referenzen auf dem Computer. Es muss auf dem Computer. Autopsiebericht vielleicht. Aber den habe ich noch nicht. Vielleicht Mary Ann. Ah. 250. References 2005-201-546. No, that's not it. Nope. Well. Here we go. So, ich hab noch was. Gut Leute, wir sind ganz nah dran. Wait, what the hell? Tessa accused her of child neglect. Vorfallsbericht, Vorfallscode Diebstahl. Kann ich bitte nochmal weiter gucken? C.
Beschreibung, Datum, 31.05. Name, Rang, Eddie Brown Officer, hat am Eintag gegen etwas um 10 Uhr betraf Mary Ann Ronan das von Thomas und Tessa Welchi geführte Geschäft Wendy. Mrs. Wendy gab an, sie habe Mrs. Ronan etwa 10 Minuten lang die Regale des Stöbern sehen und dabei nebenher mit ihr geplaudert. Mrs. Welchi gab an, sie habe zu dem Zeitpunkt hinter der Kasse gestanden und Ronan nicht die ganze Zeit im Blick gehabt. Welchi sagte aus, nach diesen 10 Minuten habe Ronan sie gefragt, ob sie Rauch Spiralen zur Mückenabwehr im Angebot habe. Matty erklärte Ronan, dass dem nicht so sei, aber sagte aus, diese Nachfrage aufgrund der winterlichen Jahreszeit als merkwürdig empfunden zu haben. Anschließend verließ Ronan den Laden, ohne etwas zu kaufen. Matty gab an, etwa 15 Minuten später an den Regalen vorbei zu sein und den Ronan sich aufgehalten hatte und das Fehlen einer Packung Waschpulver bemerkt zu haben. Becky bekräftigte die Regale erst kurz bevor... bekräftigte die Regale erst kurz zuvor aufgeführt zu haben, dass an diesem Morgen niemand sonst den Laden betreten habe. Miss Veggie sagte aus, sie habe Ronan bereits früher des Ladendiebstahls verdächtigt, insbesondere in der Gesellschaft, womöglich auch mit der Hilfe ihrer beiden Kinder. Und wer sich erinnern kann, wir waren doch in der ersten Episode in dem Laden von dieser Dame und ihrem Mann und anscheinend hat unsere Mutter dort geklaut. Miss Veggie gab außerdem an, Grund zu der Annahme zu haben, Ronan mache sich der Kindesverwahrlosung schuldig. Sie essen nichts und sind aller Art von unangemessenen Einflüssen ausgesetzt. Veggie hielt es hier für möglich, dass ihre Kinder in einem Haushalt Misshandlungen in irgendeinem Fall ausgesetzt worden sind. Gute Mörgel! Okay. Interessant. Gucken wir mal, was da noch so ist. Da muss ja auch irgendwie... Vorfall. I've already seen this one. Vielleicht. Been there. Been there. Done that. Wo ist denn diese Kacke mit dem Aufzeichnungen? Jugendamt. Verdammt, das muss ich kombinieren! Es muss irgendwas mit der sein. Vorfall. Already seen this one. Kinder. Been there. Jugendamt. Been there. Vorfall. Jugendamt. Aufzeichnungen. Verdammt! An alle die Krankheit, Autopsie-Berichtsakte, aber wo finde ich die? Ich muss ja irgendwas mit der jetzt zu tun haben. Irgendwas muss ich hier kombinieren. Scheiße, Mann! Die Zeit! Been there. Vorfall und Mary Ann, sagst du? Already seen this. Hier, das hat er noch nicht gesehen. 2005-2101, oder? Okay, I need to check out 2005-210195. Da. There. Dankeschön. Nee, Tessa hat nichts mehr. Okay. Okay. Okay, so, dann lesen wir mal. Mary Ann, Beschreibung. Am 18.01.2005 erhielt Mary Ann Ronan gegen 15.25 auf dem Grundstück von Ronan Miller, um deren Haare zu schneiden. Die beiden Frauen hatten sich früher in der Woche auf dem Datum Zeit geeinigt. Der Termin war für 15 Uhr angesetzt und Miller sagt aus, dies sei die einzige vorab getroffene Vereinbarung. Die beiden hätten sie nicht vorab auf eine Bezahlung geeinigt. Laut Millers Aussage erschien Ronan um 25 Uhr Verspätung auf Millers Grundstück und wirkte sehr müde und nervös, als stünde sie unter Drogen oder so etwas. Kurz nach ihrem Eintreffen begann Ronan damit, Millers Haare in der Küche zu schneiden. Nach dem Haarschnitt bat Ronan darum, für ihre Arbeit $20 in bar zu erhalten. Miller gab darauf an, sie habe nur 10 und einen 5-Dollar-Schein und fragte Ronan, ob diese Zahlung ausreicht. Miller sagte aus, Ronan sei daraufhin ausgerastet und hat mich wüst beleidigt. Miller war nicht bereit, die Beleidigung zu beschreiben, da diese in zivilisierter Gesellschaft nicht angemessen seien. Als Miller Ronan bat, ihr Haus zu verlassen, eskalierte die Situation und Ronan äußerte handfeste Drohungen gegenüber Miller und sagte ihr, würde diese sie nicht für ihre Arbeit bezahlen, würde sie als Bezahlung etwas aus Millers Haus mitnehmen. Miller meldete keine fehlenden Gegenstände. Miller gab an, sie habe Ronan anschließend aus dem Haus geworfen, die Tür verriegelt und die Polizei verständigt. Bei Eintreffen der Streife bemerkte die Polizei, dass Millers Palisadenzaun beschädigt worden war, augenscheinlich mit einem Fahrzeug. Miller sagte aus, vor Ronans Eintreffen aus ihrem Grundstück sei der Zaun intakt und auch einfach traumhaft gewesen. Okay, also hat quasi die Mutter die Haare von Miller geschnitten, der hatte nur $15 statt $20, dadurch ist da
und da, deswegen ist sie ausgerastet. Kann doch nicht sein, dass sie irgendwie so gestört ist, oder? Guten Morgen an alles. Heißt Tell Me Why und ist von den Machern von Life is Strange. Okay, dann gucken wir mal weiter. Tessa's name came up. Search for her. Tessa. Been there. Hier. Reference is 05R68MISC. No, that's not it. Nope. 50. Habe ich irgendwie auch eine Zeit, die abläuft? Nope. You finding anything? Not this one either. Okay, here it is. So. Guten Morgen, Affe in Pyjama. Hintergrundmusik stressvoll. Wir haben auch Stress. Okay, Symptome. Druckgefühle im Kopf, Kopfschmerzen, Bewusstseinsverlust, Übelkeit, Schwindel, Krankenhausentlassung. Oho, das ist die Akte, Krankheit unserer Mutter. Ich, Patientenname, der erziehungsberechtigte Tessa Veggie, entlasse die St. Magic Klinik Hirmes aus der Haftung bezüglich der Entlassung des der Patientin in entsprechend dieser Erklärung. Ich habe diese Erklärung gelesen, verstanden, Unterschrift der des Patienten im Krankenhausstempel. Die hatte doch irgendwas, ne? Okay, die Musik cool. Need to get moving. Ja, aber echt, wie wir da rumstöbern, ey. Ganz schön fesch. Oh, scheiße. I'm sorry, Tyler. I couldn't stop him. He's coming your way. Was mache ich jetzt? Scheiße, wir haben... Get out. Uncle, I... We didn't mean to... I'm not gonna repeat myself. You're a goddamn hypocrite. I said move it. Wir haben nicht alle Infos bekommen. Hey! Get off me! I'd rather spend the night here. Come on! I said, don't fucking touch me! Go on. And consider yourselves lucky, your family. Soll das denn ernst sein? You're right. Family. And for Allison's sake, we should talk. About what? We saw our file. We know about social services. Why? Why did you turn your back on her? Why did Tessa? Okay. Yeah, you're right. We need to talk. Wow, wer hätte damit gerechnet? Echt jetzt, Steph? Das ist ja witzig. The winter before your mother's death was hard. Delos Crossing was snowed in for months. Most roads were closed and plane supplies were scarce. Everyone was struggling. Especially Marianne. Yeah. She was always just scraping by. And that winter left nothing to scrape up. Even if locals had found time to help her, you know, I'm not sure your mother would have accepted. You're saying Tessa reported her mother because she was having supply issues? Tessa came to me because she was honestly concerned. Right. I was legally required to report Tessa's complaint, even if I didn't agree. So you took her word for it and called child services. Failure to provide adequate food, lack of appropriate supervision, inattention to a child's psychological care. Like it or not, she had a case. What? It's bullshit. We saw those townie complaints against Marianne, Tyler. It wasn't just Tessa's word. Is that why you came over that day, before she died? You felt shitty, didn't you? That's why you broke procedure? I had to warn her that it was happening and that it wasn't looking good. An assessment worker had been assigned and started doing background checks. What else was I supposed to do?
always telling each other the truth was our number one rule. Still is, little moose. And yet you still lied. I didn't want you two putting yourselves through unnecessary hurt. But you're adults, and that was your choice to make. I'm truly sorry. Thank you, Uncle. Oh, ich weiß nicht, was soll ich sagen. Ihr dürft entscheiden, ich weiß, was ich sagen soll. Kadetten, es ist on eure. Das zweite, sagen wir sie. Das zweite. Die Sarah möchte, dass wir das zweite drücken. Okay, und der Mahoy auch und alle wollen's. Just like that, huh? Must be nice to have a daughter who lets you off the hook that easy. Eddie, you keep trying to point your finger at Tessa, but you have to take responsibility for your part in our mother's death. I've asked myself over and over for the past 10 years what I could have done different. I know I made a big mistake with you two here. And you've got every right to be angry. Being a father, well, it's a pretty tough job. I've tried my best, and I'd like to try my best with you too, Tyler, if you want it. Uff, ihr dürft entscheiden. Ich ziehe mich zurück. Ich muss erstmal schauen, wie deine Entscheidungen waren, bis in den Stream kam. Ja, vor allem tut er mir jetzt irgendwie leid, aber ich weiß ja nicht, ob wir ihn trauen können, aber irgendwie will er ja nur das Beste jetzt für uns, sagt die Community, sagen, ich soll 1 drücken. 2, 2, 2. Okay, alle sagen so einfach, ist es nicht. Es ist ein Mischmasch. Es sind jetzt mehr 1, deswegen drücke ich 1. Oh Gott, ich hoffe, er verarscht uns nicht. I'm open to getting there. But it's gonna take some time before we're a big, happy family. I respect that. It's hard work rebuilding trust. But you've got a place here whenever you need it. Oh, zieh den Ring an. Süß! Group hug? No. No. Absolutely not. Oh. Die Arschlöcher, die hätten ihn jetzt ruhig umarmen können. Kick you out now. No rest for the wicked, huh? Oh, yeah. Them as wicked as it gets. Wenn der verarscht, kannst du immer zum Teufel jagen. Tyler, what's up? I feel like I owe you an apology. Oh yeah, what for? Breaking and entering? Invasion of privacy? Sorry. It was messed up. Don't worry about it. Apology accepted. Just don't ever pull that shit again. So, I saw the invoice from Fireweed. When you were going through my stuff? Right. We don't have to talk about it. Oh, actually, no. I'm not gonna let you tough guy your way out of this. You didn't have to do that, but you did. And going to Fireweed was everything. So, thank you. Okay? Okay, Tyler. You're welcome. Ach, okay, also hat uns das ermöglicht, dass wir quasi da überhaupt hinkommen. Well, see you weil diese then? Firewatch ist quasi dazu da gewesen, Jugendliche auf dem Weg zu begleiten, sich umzuwandeln. Das hat eingefädelt. Ist ja doch ganz nett. Ich habe den echt anders eingeschätzt. Also ich hoffe nicht, dass der uns abfuckt. Ne? Nicht, dass der die Mutter erschossen hat, um irgendwie an uns Kinder ranzukommen. Das wäre halt echt mies. Also ich hoffe nicht, dass das passiert. Aber irgendwie wäre das halt so typisch Life is Strange, dass die einen so richtig fertig machen. Also hoffen wir mal nicht, dass es passiert. Okay, komm, wir gehen wieder da raus, wo wir reingekommen sind. Also ich könnte mir vorstellen, dass diese böse Figur, die wir gesehen haben, echt der Onkel ist. Also was soll denn sonst sein? Dass er deswegen einen auf nett jetzt macht, damit wir nicht mehr weiter recherchieren. Vielleicht kommt ja echt noch was raus, ne?
Wieso sind hier eigentlich diese Crystals? So, lass uns jetzt mal gehen. Hallo, Paradox. Hallo, Papa. Stand up, stand tall. Atta girl. I could use a beer. It's noon. Which means that by the time I drink one, it'll be afternoon. I can't be expected to enjoy my pulled pork sandwich without a cold one. Are we still on for lunch tomorrow? Yeah, sure. I'll text you. So. Was ist braun und schwimmt im Wasser? Keine Ahnung. Ist auch gut, dass wenn er denkt, er ist böse, wir ihn jetzt trauen, aber vorsichtig werde ich trotzdem bleiben. Da hast du recht. You feel like shit. How can you tell? Because I feel like shit. What are we gonna do about Tessa? Nothing. Look, we're not gonna do anything. That's enough, Tyler. Talk to Tessa? Why? What are you looking for? What are you expecting her to say? I thought she loved us. Really? Chief Brown, is it true? Is she? Oh my God. Children, I... Tessa. Tessa, you need to leave. Come on, kids. Everything is going to be all right, okay? You're going to be okay, I promise. Go home. You can't be here right now. Oh God. Oh Gott. Ich wollte das gar nicht. Ich bin noch nicht fertig mit Life is Strange, aber mir gefällt das ganz gut. Oh, süß. Dein Pulli ist voll cool. Ich finde ihn auch. Dankeschön. Das ist Pushin. Ich liebe Pushin. Oh Gott, das gehen wir doch zu ihr, Where Mann. Is everybody? Tessa's gotta be around somewhere. I think I'm hearing something. Well, at least we know the entire world didn't vanish. But given who is here, we can't count out the rapture quite yet. I need to take a breather. I'm gonna do a bit of shopping. You look for Tessa, okay? On it. Viel Spaß hier zu shoppen, da kommt doch richtig Shopping-Laune auf. Hallo, Wachi. Just as I was finishing up, what do I see? A big old bull moose staring me down. Hey, guys. I hope I'm not interrupting. Not at all. Oh, hey, Tyler Ronan. Huh. We keep bumping into each other, don't we? What were you guys talking about? I don't think you'd be interested. You two just can't stay away, huh? Unfortunately. We're looking for Tessa again. She took off about half an hour ago. Sorry. Do you know if she'll be back soon? I don't know if she's even coming back. No one tells me anything. How about Tom? He busy? He's been in the office all morning, so who knows? But it's Tom, so it's probably safe to interrupt him. Okay. Alles klar. Guten Morgen. Hallo alle miteinander. Ich habe einen Discord-Server, ja. Den können meine Mods euch gerne mal reinposten. Hallo Maxl. Tell me why, tell me sweet little lies. What do you mean? We've got enough signatures. It should have at least been enough to stall construction while we müssen bestimmt ihr Zeugs durchwühlen. Well, why don't we schedule a meeting with the Alaska Wildlife? Hallo, ich bin da. Leg auf, los, leg auf, leg auf, leg auf, leg auf. I have to go. We can pick this up at the meeting. I should be on my way over soon. Hello, Tyler. Can I help you? Ja, rede mit mir. Ah. Hey, I hope this isn't a bad time, but is Tessa around today? She had to step out for a family matter. This wouldn't be something I could help with, would it? Yeah, maybe, actually.
We were over at the police station, and we took a look at Marianne's case file. Okay. Tessa reported Marianne to social services. Did you know? Vaguely. But I didn't get involved. I didn't think I really had anything to add. You never thought to mention it? Well, no. I'm not sure how a thing like that would have come up. And I didn't want to rub salt in any wounds. Huh. How about when we were in the store yesterday asking about it point blank? That was between you and Tessa. I try to stay out of other people's affairs. Tessa reported Marianne to social services. Did you know? Vaguely. Oh, scheiße, hab ich schon gehabt. No! I didn't think I really had anything to add. Kapitel steht. Well, no. Hab ich mich verschrieben. Kaptiel. Wisst ihr nicht, was ein Kaptiel ist? How about when we were in the store yesterday asking about it point blank? That was between you and Tessa. I try to stay out of other people's affairs. Dennis. Warum war Tessa auf der Wache? Why did Tessa come to the police station that night? She was looking for you two. To make sure you were okay. When she heard what happened, she was a mess. How exactly did she hear about it so fast? Can't remember who called, but you know how it is. No news travels faster than a secret. Everyone knew 5 minutes after Brown was on his way out. Okay. Okay. Yeah, ich bin Thank you. Look, I'm sorry if you felt resistance from people around here. To put it mildly. Allison, you know this better than anybody. But your mother's death left a scar on this community. Now, I won't claim we went through anything close to what you did, but it was a cruel reminder of the limits of trust. I guess that makes sense, but we need to know what really happened. You deserve that. And I'm sorry if some folks have been less than helpful, but you've got to give people time. Especially Tessa. Now, you let me know if you have any other questions, okay? Der ist ja nett. Hey. Yes? You said I should remind you not to be late for your meeting, so don't be late. Yep. I'll be on my way in a minute. So, kids, was there anything else you two wanted to talk to me about? Did you ever hear any rumors about our mother? Like, who her father might have been? I'm not exactly a rumor monger. Your mother was close to a few men, but whether they were your father, I couldn't say. Ich glaube, wir werden jetzt gleich das Büro durchsuchen. Soll ich dir einen Kaffee machen? Geh nicht durch. I'm sorry. I really have to go. Es ist früh, ich kann es nachvollziehen. Michael, could you finish up the storage room and then just close up? Yeah, hey, sure thing, boss man. See you later. Die Armen, die haben ja eigentlich nur der Mutter mal helfen wollen, wurden die ganze Zeit beklaut und belogen. Spend the afternoon here working for free? Why not? We came here to talk to Tessa, and she's not here. She's at the cemetery, visiting her parents. Oh. Hey, tell you what. Why don't you guys help me close the store, and then we can drive over together? I've been meaning to pay my uncle a visit. Can't we just wait for her to come back here? I'm not really excited about going there. Allison, we don't have to visit her grave. I'm gonna start working in the store. Ach so, die wollen auch nicht zum Grab der Mutter. Plot twist. Eddie ist der Vater. Balam! Oh mein Gott. Oh Gott. Nein. Where'd that question about our father come from? I've just been thinking about who he might be. And if he knows anything that could help us figure this shit out. Why? He wasn't a part of our lives. Besides, Marianne always said we never had a father. Well, her name might have been Mary, but I don't think she was a likely candidate for Immaculate Conception. Okay, heißt, wir können jetzt zum Friedhof. Hey, so you look less than thrilled with the plan. Yeah, like I said, I am not stoked to be going to the cemetery.
I know. But I'll be there too. And Michael. I'm not sure I want to drag him into this. Hey, he offered. He wants to be there for you. For me, huh? Well, we need to get the store closed, so go give him a hand. Okay. RIP-Kopfhörer. Hallo Joshua, tut mir leid. Hallo Saik, Joe, grüße dich. Hallo Pip-Boys. Ich stream das jetzt fertig, das Spieli. Ich muss ihm jetzt helfen im Lagerraum. Alright, I already counted there, but I just need you to double check a few things. It's not complicated. I've got this in the back. Oh yeah? Because you're just that good, huh? I mean, it's just counting stuff on a shelf, right? Yeah, let's start with an easy one, alright? Go to the back of the room and, tell me how many cans of Molto Bene brand tomato sauce we have left. Aye, aye. Maybe I should pick up some for Allison? Oh Gott, was ist denn jetzt der Kack? Wäre es nicht einfacher, wenn ich ihm die Liste vorlese? Und umgekehrt? Why am I standing here looking at this? Dann geh halt dahin! Wo ist die Tomatensauce? Wie viele Kapitel kommen noch? Noch eins danach. Oh Gott, wie viele sind das? Eins, zwei. Hold on. Let me count this. There's 14 cans of Molto Bene tomato sauce. Okay. Sounds about right. Man, I'm so good at this. That was easy. I need you to count the bottles of bleach for me. Na super, die scheiß Bleichmittel da. On it. Maybe I should pick up some for Allison? Da unten, oder? Sechs. Six? All right. Not bad, Tyler. Not bad. Careful. They might give me your job. Oh, you can have it. What's next? Come here and help me with this. Kapitel 1 könnt euch meine Mods gerne verlinken auf meinem Zweitkanal. Da lade ich immer alle langen Let's Plays in einem Video hoch. Schön geschnitten für euch. Ohne Unterbrechung und sonstiges. What's up? I need your opinion on this masterpiece. Is that supposed to be me? Yeah, come on. Look at the hair. Nailed it, right? Honestly, it's beautiful. Hey, don't make fun of me. I'm not. Well, maybe a little bit, but... Die Augenbrauen. For real. Well, it helps to have a good model. So, this is what you're up to while I was out there doing your work? What can I say? I'm a multitasker. Hey, multitasker? I think you made a mistake here. Total amount should be 36. Oh, how dare you, sir? What? I just don't want you to get in trouble. Yeah, you're right. You know, I'm off my game today. Hallo Lina, zock streamst du jeden Tag? Ich würde sagen, vier bis fünf Mal die Woche auf jeden Fall. Plan kommt auf jeden Fall noch. And then we should be free from this purgatory. Hit me. Can you count how many plushies we have in that box over there? Plushies. Ich mache ja eigentlich hauptsächlich auch YouTube, deswegen gucke ich, dass ich ja auch immer regelmäßig online bin. Das ist manchmal etwas schwierig. Wo hat's denn die Plushies? Wo sind denn die Plushies? Hallo Maxi. Wo sind die Plushies? Plushies. Squish, squish. Squish, squish. Ich will Plushies squishen. Okay, wo sind die Plushies? Warte, ich muss sie nochmal fragen. Hallo LP. You found the box of plushies? This entire room is full of boxes. It's gonna take me a while. It's way in the back, not too far from the restaurant door. Von der Restauranttür. Sag mir doch einfach genau, wo sie sind, verdammt. Is that the mangy muskrat? Den nehmen wir mit. Guten Morgen. Hallo Cyber. What is das? Is that a picture of a priest with little hearts? Yeah. That's the hot priest who hosts Bible study with Tessa. So... You've got about 8 left in that box? Did I get it wrong? Michael? Ow! Hey, sorry. It was just too tempting.
Lesson number one in the ancient art of inventory. Never let your guard down. You have no idea what you just started. First one with 3 confirmed hits wins. Cool? Gotcha. Ich schieß gerade nicht ernsthaft mit Fluffys um mich rum, oder? Passiert das gerade wirklich? Das ist live. Das ist gerade The Last of Us für Arme. Damn, overshot it. Ellie hat ihn getroffen. Oh, come on. Is that all you got, Ronan? Wo ist denn der? Just you wait. I've got a strategy. Oh yeah? We'll see. Kollege? Ich schmeiß einfach mal. Damn, overshot it. Komm schon, Kollege. Damn, overshot it. Scheiße! Dafür sind wir... Hallo, Henny, wie geht's dir? So, is this a typical workday for you? Alles gut? Nah, I usually don't have such good-looking company back here. Jetzt lass mich ihn abschießen, Mann! Ich will jetzt nichts sagen, ich sehe gut aus. Oh, so I'm good-looking company, huh? Yeah, well, don't let it get to your head. I'm still destroying you. Jetzt komm da endlich aus dieser Scheißkiste, ich mach dich fertig. Das gibt's doch nicht, oder? Damn, overshot. Oh, das gibt's doch nicht. Overshotted. Deckung wechseln. So, ich glaube, ich muss einfach nur näher. Ich deck dich gleich. Komm her jetzt aber. Es ist so nah und doch so fern. Hey, is it cool that we're throwing these toys around? Aren't you guys gonna like sell them? Nah, supplier made a typo. Hallo Stevo, hallo Icefighter. Guten Morgen. Cool. No harm, no foul then. Hallo Likey. Was spielst du? Ich spiele Tell Me Why von den Machern von Life is Strange. One more hit and you're out. Prepare to feel und my wrath. Beschmeiße gerade einen anderen corny Typen mit Stoffdeon. Ich weiß, ihr würdet euch alle Frauen wünschen, yeah, mit Kissenschlacht und so, aber jetzt machen wir es heute mal so. Heute mal was für die Frauen. Ey, jetzt Kerle, kannst du bitte einfach aus deiner Deckung kommen? Das wäre sehr, sehr liebenswert von dir. Boom. Was ist alles in Kapitel 2 passiert? Viel. Oh. Man, you're good. I told you not to doubt the golden arm. Well, we'll never make that mistake again. Was ist jetzt alles bei genau? I need to finish. Ich lade das auf dem zweiten Kanal wieder hoch. Your sister's probably done already. Ist doch ein Horror-Game. Let's hit the bitch's grotto. The what? Fancy name for the couch where Allison and I sit during breaks. Ah, alright, cool. Let me see what you've done with the place. Ist auf jeden Fall ein tolles Game. Es ist ein tolles Thema. Wir spielen einen Transgender. Finde ich ganz stark, dass es hier thematisiert worden ist und wird. Von den Machern von Life is Strange habe ich alle Teile durchgesuchtet, 1 wie 2, wie Before the Storm. Und kann ich jedem empfehlen, der Entscheidungsgames liebt. Wolltest du dich erst um 10 streamen? Ich habe mir aber entschlossen, dass ich schon um, ich war schon um 6 Uhr wach und habe gedacht, ich fange schon um 7 an, dass wir das noch vor einem Gespräch fertig machen hier, weil das kam ja noch raus. That's actually super thoughtful. Thank you. Is this Chief Brown? Yeah. Are you guys related or? Nah, but same clan. Hallo Carlson! 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 Ja, hier kommt der Carlson. Wer kennt Carlson aus dem Dach? So, what's your take on him? He's a pretty alright guy, all things considered. All things considered? Like, with him being a cop and all. I mean, it's good to see someone from the clan getting shit done. And he really cares about the community. I'm surprised Tessa also, ehrlich zu sein, glaube ich dir. Ich trau dem Chief noch nicht. She hates it. But as long as I don't promote my lifestyle in front of the customers, she doesn't say anything. Man, must be exhausting to spend your days educating these people. Here's the thing, I don't. Opening the minds of this town will be a full-time fucking job. And emotional labor pays shit. Anyway. And I'm done. I gotta tell you, it's so weird to finally meet the other Ronin. You mean the OG Ronin? I was born first, you know. Is that so? I thought Allison said she was. Well, our mother never actually told us, but it was me.
So, why is it so weird to meet me? Because I just heard Allison tell your story so many times. She told me everything about you. Fireweed, your transition. I hope that's okay, by the way. Yeah, it's fine. She asked me first. Yeah, figures. That lady is thorough and she loves you like crazy. I know. So, yeah, you were probably the first person to know about it other than Allison. I'm glad he trusted me. And it's great to finally get to know you in the flesh. You're pretty alright. Thanks. Mag der mich? Nice of you to say. I mean it. I'm glad Allison has you back. You're gonna be a positive influence for her. I know it. We are not. Wissen wir eigentlich, auf was wir stehen? So I wasn't blowing smoke when I said you should move to Juno with us. I know. Hallo, Blazy. I've got a community there. Could be yours too. Fitting in. There's a concept. You have no idea how life-saving a chosen family can be. It pulled me out of the dark more times than I can count. I hear you. Hey, can I ask you a question? Of course. Shoot. Why do you care so much if I move to Juno? Look, like I said, I want to get to know you. Because I'm just that fascinating, huh? Ich schätze mal, dass er auf alles steht. Honestly, okay. Yeah. Schön gesagt, Steve, wo sehe ich auch so da you oben. Might be one of a kind, Tyler Ronan. Bist du auch Dufte? Oh, wir haben unterschiedliche Vorstellungen. Du scheinst mir echt ein einzigartiger. Oh, jetzt kann ich mich entscheiden. Sollen wir einen Dufte finden oder sollen wir unterschiedliche Vorstellungen haben? Oh, danke, Colin from YouTube. Vielen Dank für den Twitch Prime. Ich glaube aber, mir wurde letztes Mal gesagt, dass es einfach auf die Person drauf ankommt, ob man auf Männle oder Weible steht. Ich würde sagen, okay, die Community möchte, dass ich Dufte sage. Ich finde dich toll. Well, golly gee, Michael. I think you're swell too. You're the cat's pajamas. Shut up. I've got way better compliments than that. But I can't open with my best, right? It's cool. So, I'll get more of those if I get to know you better. Oh, süß! For sure. If that's something you'd be interested in. I might be. Yeah. Oh, hey. I've been standing at that counter for an hour waiting for you two dum-dums to come back. Are you guys ready to go? Mm-hmm. I think we've done about as much damage as we can back here. Ich hätte aber davor mit meiner Schwester geklärt, ob das easy ist oder ob die vielleicht auf den steht, weil ansonsten spanne ich meiner Schwester den Kerl aus. Ich habe Dufte genommen, fand sie ist voll cute, super cute. Ach, guck mal, ich sehe anschwärmen. Here we are. Vorsicht, Paarung! Thanks for letting me hitch a ride over. No problem. You sure we can't drive you back? Nah, be like stretching my legs. It isn't far. Glaub, du wirst was anderes anyway, stretchen. Can't put the wind in a bottle. All right. Naja, er ist gay, also ausspannen funzt er eher weniger. Er hat recht. Look for a big crooked tree. You can't miss it. Die passen zusammen. Achtung, Paarungsgefahr. Good luck. For real. Guten Morgen, Benny. Das Life is Strange Easter Egg. Nein, wo? Wo war ein Life is Strange Easter Egg? You look pretty spooked. Oh. I've never been a big fan of cemeteries. Wo war ein Life is Strange Easter Egg? I promise after this we can chill at the house. Cool? Hier im Auto? Life is Strange Easter Egg? Auf jeden Fall, Papiertücher sind schon beim Auto. Life is Strange Easter Egg. Der Kalender im Lagerraum. Nein, ich hab's verpasst. Warum? Das schmerzt mir jetzt. Oscar. Was steht denn an unserem Auto dran? Kannst du mal sagen, was alles schon so passiert ist, bitte? Das kann dir bestimmt jemand aus der Community erklären. Ansonsten schaust du dir gerne Alaska, die Wiederholung an, auf meinem Zweitkanal.
Hallo, Dagi. Als die beiden da gesessen haben, war hinter der Couch ein Poster davon. Da sagt Tyler, wie war die Werbung? Irgendwas mit Zeitreisen oder so. Ach, Mist. Monster, danke für dein Twitch Prime. Vielen, vielen Dank. Morden allerseits. Morden. Morden. Oh, hier ist doch... wo ist das Graveyard? Hier oder da oder unten? Ich weiß nicht, wo lang ich laufen soll. Hey, graves are back that way. Ja, ja. Guten Morgen, Kimby. So, did you ever come back? Shh, keep it down. Better? Much. Why do people always feel like they have to whisper in cemeteries? I don't know. Probably just a mirror neuron thing. Oh, what? Monkey see, monkey do. Yeah. Anyway, have you been back here at all since the funeral? No. I've never had a reason to. Mom, why do we always come here? Does it bother you? No. It's just weird because we don't know any of these people. I mean, except Eddie's mom. It never hurts to say hello. Because they're very lonely. That's right, sweetie. And sometimes, even if you can't see them, they stay with you. In here. Always here. Mom? Always. She loved us. Guck mal, ist wieder auf den Zweitkanal, weil ich mich nicht voll spoilern will. Das ist ja viel besser zu spielen. Danke, Sam. Danke. Do you think she was really scared of losing us? Maybe. Yeah. But I don't know. Liebe kennt keine Grenzen und der Tod eines Clanmitglieds erschüttert die gesamte Gemeinschaft. Die Menschen kommen zusammen, um ihr Angehörigen zu betrauen und die Mitglieder des anderen Clans aufzuheitern. Wird ein Adler betrauert, schenken die Raben den trauernden Adlerclan Liebe und Stärke. Ich kann mir das jetzt leider nicht reinziehen, sorry. So. Hallo, Ogre Walk. Tell me why, tell me sweet little lies. Well, here's the crooked tree, but no Tessa. Let's check around for her parents' grave. Just to make sure this is the right spot. Yes, again. Friedhöfe sind gruseliger als Wälder. Ich finde Friedhöfe auch gruselig. Da, das sieht doch so frisch aus. De Leon. That's the one. Don't tell me we missed her. Hello, Mr. Eagle. Kids. It's time. Ich erinnere mich an etwas. Ich erinnere mich doch an etwas, oder nicht? To go, Eddie? You can hold my hand if you want. I can walk fine on my own. It'll be quick, okay? Then we'll get something to eat. The day of the funeral. I barely remember it. That's probably for the best. I don't think either of us are... Tschüss, Tiger Bell. Schön, dass du da warst. Schönen Tag. So, I know I said we didn't have to visit her grave. But it feels like the right thing to do. Gut, dann gehen wir. Exactly. Wait, is this the one we called the Big Crookedy? The exact one. Why didn't we call it Gnarl's Branch? Total missed opportunity. Because we weren't hip to basketball back then? Or CeeLo Green? Damn. I remember it going. Do you remember where she is? No. Wir erinnern uns nicht mehr, wo das Grab unserer Mutter ist. Ouch. Staring at the water during the funeral. Allison, please. I'm not going. Allison, come back. Only a few steps in. Hier ist es also. Oh, da ist auch die. Any hope that this would be easier than last time? Warte, ich gehe erstmal hier hin. At least this time no one's sending me away. I'm holding you to that. Afterwards, you and I had a moment over there by the totem. I didn't see you there. I wonder if we could see that. Doesn't hurt to check. Oh, guck mal, da ist ein Teddybär. Wer ist denn da? I'm sorry. We didn't mean to eavesdrop. No harm done. Hey, you're that nice gal from the Vecchi store. Allison, right? Yes. And you're... It starts with a K, right? Kendra. Don't worry. Don't expect you to keep track of everyone who passes through.
And you would be? Her brother. I'm Tyler. I'm 40 geworden. Nice to meet you, Tyler. I hope this isn't rude, but where's that accent from? Georgia. Born and raised. Landed in Delos about 2 years ago. From Georgia to the middle of nowhere, Alaska. There's gotta be a story there. Well, I wasn't planning to stay for more than a few months. We came up for the fishing season, just like we'd done twice before. My husband, Meech, he always tried to convince me to stay on longer, but I wasn't having it. But then, well, we lost him. Fishing accident. Oh, God. I'm so sorry. Way too many families around here have lost someone that way. Yeah, something's gotta change. Anyway, now it's just me and my daughter, Jaina. And I just can't bring myself to pack us up and leave him here all alone. Oy, oy, oy. Do you want to go back to Georgia? Well, that's the real question, ain't it? I never used to like it here. Too cold, too quiet, like a frozen desert. Thousands of miles from family. But these days, I finally started to see it the way Meech did. All the beauty. Are you okay? Yeah, I just wish it hadn't taken losing him to get me to come around. I'm realizing now I fought him more out of stubbornness than anything else. That's gotta be hard. Yeah. Don't ever let your own sense of what is come between you and the people you love. It's a real easy way to squander precious time. Ja, merkt euch das, Leute. Sorry. We have to get going. Don't apologize. Hallo, Fox. It was nice talking to you. See you around, Kendra. You do have a good day. Kann man das jetzt nicht mehr anziehen? Das Reinziehen ist mir zu traurig. So, irgendwo hier muss unsere Mutter liegen. Ty. This is it. Great. Yeah. God, I think I need a second. I'm gonna have a look around, okay? I'll be right back. Yeah, all good. Okay, wo ist denn jetzt unsere Mama? Hallo an alle. Schön, dass ihr da seid. No, I want to see your grave before we go. Ach so, wo ist denn das Grab? Jetzt habe ich es immer noch nicht gerafft. Ach, hier, oder? I still haven't found it. Sorry. Hier muss es aber irgendwo sein. No dice. Not hers. Why? Where is she? Hier. Wie gefällt der Pulli? Pushin! Allison. Is that her? What the hell was going on with you? What? Broke? Why didn't you say anything? We were your goblins! You didn't have to do it all alone. Tessa? Kids, I wasn't expecting to see. Ach, die wollte besuchen. What are you doing here? What are you doing here? Feeling a little guilty, maybe? Uff, können die böse gucken. Oh, ein Piet, danke für dein Primi, vielen Dank. When we pass on, our graves are all anyone has to remember us by.
Letting hers just fall apart would be cruel. I'm not a cruel person. Cruel enough to call social services on our mother. I wanted to protect you. Marianne was getting worse all the time. I was afraid that if things kept going the way they were, then one day... We were going to end up dead? No, I won't do this again. I refuse to be held responsible for her choices. Marianne was fine until you reported her. Fine? She was getting by on handouts for years. There are only so many times you can show up high to a generous offer of employment. Assuming you show up at all. In the end, she isolated herself from everyone. She was alone and out of options. She had us, until you threatened to have us taken away. I couldn't let her drag you down with her. She had you stealing for God's sake. Your mother never wanted to be a part of this community. She always thought she was better than the rest of us. A spoiled little girl playing fairy princess in the woods. If she'd just settled down with someone instead of running around with married men, well... Just ask Sam Kansky how much better that would have been for everyone. Wait, what? Oh, God. What happened between them? I wasn't thinking. Please, just forget I said anything. Tessa! Uh-oh. All I know is whatever went on, Laura left Sam over it. But I shouldn't have said anything about that. I promised I wouldn't. I'm sorry, kids. Boah, du hättest es besser machen müssen. Du hast getan, was du musstest. Du hast unsere Familie zerstört. Oh Gott. Eins, zwei oder drei. Entscheidet weise. Bin ich der Einzige, der null die Sichtweise und Verhaltensweise der Kinder versteht? Wenn das, was Tessa sagt, stimmt, finde ich auch, dass sie ein bisschen extrem hart sind. Aber ich glaube, sie trauen einfach niemanden mehr. Vor allem, die hat ja den, der auch voll geholfen, der Mutter. Übrigens, schön, dass ihr den Pulli alles mögt. Den habe ich aus irgendeinem Asia-Shop. Das ist schon sehr lange her. Eins, zwei, drei. Schwierig. Alle sagen was anderes. Ich hebe eins genommen. Komm, wir sind mal nicht zu hart zu ihr. Ich nehme zwei. Sie hat sich immer um uns gekümmert und gesorgt. And you did what you thought you had to. Get it? We both do. The situation was so fucked that, well, there probably wasn't a good answer. Thank you. No. I could have done more. Marianne was fragile. She needed help and I failed her. It's my fault. She's gone. I know I've made mistakes. All I can do now is say that I'm sorry. If I could give you back your mother, I would. I don't deserve your forgiveness, especially yours, Tyler. But if there's a place for me in your lives, I'd like to be there. Aww. I have to know something first. Are you good with who I am? I've been... thinking about that since you came home. I believe that my life is better for having lived it by God's word. But I also believe we don't always understand what he's saying to us. I pray for guidance. And seeing you standing here in front of me, such a strong and thoughtful young man, I think I have his answer. That means a lot to me. Thank you. Tessa, I know the last couple of days have been... heated. I'm up for a fresh start if you are, but it's not really up to me. Tyler? Ja, ich will niemanden mehr verlieren, jetzt waren wir schon so nett. Ich hoffe, die verarschen uns alle nicht. People. And if we can't let people grow, then what the hell kind of chance do we have? Thank you. Oh. Both of you. Kids, I never knew your mother's whole story, but it was obviously very painful. She always said you two were the only good luck she'd ever had. I'm going to try harder to forgive her. Hallo an alle. I hope you can as well. If you two are in town tomorrow, come by the cafe. Lunch is on me. Ach, die Arme. There gonna be coconut cake on the menu? You know, I think there just might be. I'll see you two tomorrow then. We'll be there. Come on. Bringt ja nichts, sie noch fertig zu machen.
Weil bis jetzt wird die Mutter irgendwie als irre abgestempelt. Also irgendwie weiß ich auch noch nicht. Vor allem, wenn die scheinbar sich an einen verheirateten Mann rangemacht hat, ist sie für mich eh unten durch. I had pretty much given up on her. But I guess sometimes people change. I know. I feel like a total ass right now. I bet Tessa's thinking the same thing. Scheinbar hatte die Mutter was mit einem verheirateten Mann. Vielleicht war ja auch die Frau von der, die den umgebracht hat. Wer weiß, vor wem sie sich eigentlich retten wollte. Vielleicht hatte die Mutter nur die Waffe, weil sie Angst hatte vor der Frau, die sie umbringen wollte von dem verheirateten Mann. Who knows, who knows? Ich glaube, da kommt noch einiges raus. Not a bad view, right? Yeah. I get now why they put cemeteries in nice Tim, spots. Wie du magst. Das überlasse ich dir, wie du mich nennst. Danke, dass du mitgekommen bist. Listen. I know this has been hard. I'm really grateful you saw it through with me. Fireweed was great, but there was no one really there for me like that. You know? You're the only one. Hey. Brothers and sisters. Right. But it's been way more brothers than sisters lately. Which is why I'm trying to say thank you. You really don't have to. You saved my life, Allison. Only for you to end up locked up in fireweed for the rest of your childhood. Wait. Are you still blaming yourself for that? Don't. It was my choice. It's just... I stole your life, Tyler. And then I totally wasted it. That's not true. You're on your way to Denali. Michael's gonna be a famous chef. And what am I doing? Nothing. Nothing. You've been working on that accounting degree. And your art's good. Really good. Stop putting yourself down. As soon as we figure this shit out, we're gonna sell the house. And you're gonna go to Juno. You're gonna kick ass. You make it sound so easy. No. We never had a shot at easy. But we always pull through, right? Yeah. You're right. Hey. Wherever Ranger Tyler ends up next, he better come down from the hills to visit us city folk every now and then. You hear? For sure. And anyway, that's not gonna be for a while. We've got time. Oh yeah, of course. We do. So I guess we know the story now, huh? Marianne was done with Delos, and Delos was done with her. Maybe she was too proud, but she worked so hard for so long. And when she reached the end of her rope, no one was there to help her. Not even Tessa or Eddie. And when she heard social services was coming, she gave up. Glaube ich irgendwie nicht. Killed her kids? Really? Still feels like there's something missing, right? Da fehlt auf jeden Fall noch ein Piece. You're never gonna understand what was going through her mind. I'll bet even she didn't. Sicky. It's probably always gonna feel that way. Nein, das werden wir in der nächsten Episode rauskriegen. Guten Morgen, Molly. Oh, echt, Dev? Ja, jetzt würde ich mir Gedanken machen. I'm gonna fall asleep the second I hit the couch. You better rally. We still have to do some cleaning before bed. Do we have to? Hey. Whoever packs the most gets the big couch tonight. Shit. Allison. I'll get the fire extinguisher. Da versucht jemand Beweise zu vernichten. Es war auf jeden Fall ein Mann. Are you all right? Allison, Barn. Stay there. I got it.
Da wollte jemand Beweise zählen. There was a guy. He smashed me in the face with the door. What guy? What did he look like? I'm not sure. I couldn't see straight, and he was all in black. God, why would someone try to burn down our barn? Kann ich das I don't nicht? Know. But I'm going to find out. Kann ich das nicht untersuchen, doch jetzt? Da muss doch irgendwas sein. Ansehen. Hey, come check this out. Is that a box under the barn? Yeah. What the hell? I think this is where the fire started. So he was trying to burn whatever's inside? We should check it out. I'm gonna need to remove a few more planks to get to it. Hmm. Where could we possibly find a tool to do that? So ein A-Loch. This gas can was already here this morning. He didn't bring it with him. She used the rug to hide them. Did he really have to? So, did Eddie teach you how to put out a fire? Well, at least he left us the junker. Hier ist ja schon irgendwas zum Öffnen. Really turned this place upside down. Da. Hallo, Milo. Guess we know how he made the hole. Step back. I'll be fine. Guten Morgen, Bruder. Well, I only know one person who'd bother to decorate a storage box like this. Marianne. Let's open it. What's that there? Some kind of carving. Three digits. Any ideas? Marianne was never really a numbers kind of person. Hey, doesn't that carving look like the secret keeper from the Book of Goblins? That wasn't it. Oh Gott, weiß jemand den Code? Hier ist noch jemand, der schon schulfrei hat. Das Rätsel habe ich irre gemacht. Kann mir das jemand sagen? Bitte. Bitte. Hallo Samira. Buch, Gnu, im Buch. Nein, bitte sagt's mir. Spielst du heute noch durch? Tu es, Stevo, tu es! Stevo! Sag uns die Code! Stevo! 130, mach bitte das Buch auf, da sind die Zahlen deutlich zu sehen. Okay, ich bin gespannt. Warte mal, wir gucken mal kurz, ob man es im Buch auch sieht. Im Buch sagst du, sind die Zahlen deutlich zu sehen. Du sagst, es war. Stevo sagt, es ist 130. Wo seht ihr hier die Nummern? Deutlich zu sehen. Aber wo? Buch der Kobolde, hier meinst du? Ich sehe hier nichts. Sieht hier jemand irgendwas? Erklär uns das, Divo. Wie hast du das rausgefunden? Did it. Tell us. Im Reiter der Auge auswählen. Guck ich gleich mal. Das guck ich gleich mal. So. Guessing she didn't know how much of an ass he'd turn out to be. Liebste Marianne, ich musste dich wiedersehen. Ich weiß, wie das jetzt klingt und ich möchte nicht, dass du mich für einen Schürzenjäger hältst, der jede Frau nachrennt, die neu in Dallas Crossing ist. Ich habe mein Gelübde immer ernst genommen, doch mein Treffen mit dir hat alles verändert. Wenn wir zusammen sind, fühlt es sich an, als würde ich im Dunkeln ohne Scheinwerfer mit 120 die Autobahn entlang rasen. Und ich will, dass diese Gefühle nie vorbeigehen. Ich weiß, dass es falsch ist und wir beide viel zu verlieren haben, aber ich muss dich einfach wiedersehen. Ich hoffe, dir geht es auch so gut. Herzchen. PS, fürs nächste Mal habe ich dir eine Kleinigkeit gekauft. Ich kann es kaum erwarten, dich darin zu sehen. Das ist ihre Affäre. Marianne,
Es tut mir leid, dass du in dieser Lage bist. Du glaubst, du wärst eine tolle Mutter. This guy tried to push Marianne to get an abortion. Oh, er wollte eine Abtreibung. Ach, das ist der Vater. Du wärst eine tolle Mutter und ich habe keine Zweifel, dass du es eines Tages auch sein wirst. Aber hier und heute müssen wir dafür sorgen, nicht gleich drei Leben zu ruinieren. Meine Ehe ist schon länger zerrüttet, aber das verdient sie nicht. Doch vor allem mache ich mir Sorgen um dich. Die Menschen hier zerreißen sich gern das Maul und ich möchte nicht, dass du das durchmachen musst. Ich weiß, dass du zurzeit etwas knapp bei Kasse bist und ich werde mein Möglichstes tun, dir zu helfen, das Richtige zu tun. Sag mir einfach, wie viel du brauchst. Ach so, also ist dieser eine Typ, den wir vorhin erfahren haben, da ist eine Affäre draus entstanden und sie ist schwanger geworden mit uns. Wir haben unseren Vater gefunden. That's everything. What the hell? So, Marianne hid a box under the barn. Box full of letters from our deadbeat dad. And a decade later, some guy comes along, trashes the barn. And tries to destroy ja, the der box. Vater von euch war das. What I'm thinking? Ja, yep. Das war euer Vater. That guy had an affair with Marianne, and he just tried to torch the evidence. Und ihr seid die Kinder. He must have heard we were clearing out the house. He was worried we'd find it. You know, I can't shake the feeling I've seen him here before. Ihr seid die Kinder. Warum sagt es keiner? Guten Morgen, Niki. Ah, jetzt erinnere ich mich. Jetzt kommen Erinnerungen. Erinnerungen werden wahr. Oder gab's uns das schon? Allison! Allison! Why are we saying this? I don't know about you, but I haven't forgotten anything about that night. I would have said the same thing, but something felt different. Ach, der wollte sie umbringen. But you know what happens down there. That's the thing. I'm not sure I do. All right. Let's go. So, wenn du das Buch auf Krokodile auf Kobalde aufmachst, oben in den Reitern das Auge auswählen. Und auf den Seiten sind die Zahlen. Auf den Seiten sind die Zahlen. Auf den Seiten sind die Zahlen. Wo sind die Zahlen? Ach so, dann war wahrscheinlich, wollte der Mann sie umbringen. Weil sie die Kinder doch heimlich bekommen hat. Er hat's rausbekommen und wahrscheinlich hat sie irgendwie gedroht. Ich werde es seiner Frau sagen. Ich habe das Rätsel gelöst. Hallo, Ayal. Ich glaube, das war's. Oder? Wir sind die Kinder von dem. Und der wollte uns quasi... der wollte, dass die Frau das Kind nicht kriegt. Ja, ihr Idioten. Wie wär's mit verhüten, wenn ihr schon fremd geht? Ihr Vollpfosten, echt. Some kind of work boot. Idioten. Schied euch recht. So. Auf der rechten Seite unten links ist eine 1. Ach so, oh mein Gott. This is where I tripped. Wahrscheinlich erinnern sie sich an ihn. Er ist die dunkle Gestalt. The Mad Hunter. Ja, der wilde Jäger. Wo ist er? Der wilde Jäger. There was someone here that night? Ist der, der sie umbringen wollte. Ja, der Jäger ist der, der sie umbringen wollte. Die Affäre. Hier, die Affäre. Der wollte sie killen. What? No. That... That was the Mad Hunter. What? What are you talking about? At night, I thought I saw the Mad Hunter in the woods, but I guess it was just some asshole. Some asshole who just fucking stood there and watched while our mother chased me with a shotgun. Do you think it was the same guy? Maybe. I mean, it had to be him, right? They were wearing the same fishing gear. Yeah, unless everyone who wants to mess with us is coordinating outfits. And wait. He was here once before, wasn't he? A few days before Marianne died? Maybe. Hold on. Do you feel that?
Also das ist meine Theorie. Es ist der Typ, mit dem sie eine Affäre hatte. Der wollte nicht, dass sie ein Kind kriegt. Sie hat es trotzdem gemacht und deswegen wollte sie die umbringen. Weil sie wahrscheinlich irgendwie gedroht hat, hey, ich erzähle das allen. Aber ich habe auch ständig im Text gesucht, wie ein Depp minutenlang. Oh Gott, ey, krass, dass du es rausbekommen hast. About us. We need to know if it was the same guy. But what if it's not that memory? What if it's... I can't go through that again. We have to take that chance. But do we really? I mean, someone just tried to burn our barn down. Yeah, and that means we've got to be close to something. I'm not going on that dock. Just one more time, please. There's always just one more. Every time it seems like we're done with this, something new pops up. What if this is the only chance to figure out who our father is? Then we go on living our lives without him, just like we always have. Come on, we need to know the truth. For her. What if I don't want to know the truth, huh? Did you ever consider that? No. You just push and push and- You have to take responsibility for your part in Marianne's death. Boah. What? How can you say that to me? I didn't. But I did, right? Earlier, to Eddie. But I swear I didn't just say that to you. So we can't even trust our own voices now? God, I don't know. Allison. I'll do it. Let's go. Okay, bedeutet das, dass auch ich sie manipuliere mit Dingen, die ich gar nicht so meine? Guten Morgen, Django. Okay, Leute, wir erfahren jetzt die Wahrheit. Ich kann mich nicht erinnern. Ouch! Watch it! You're stepping on my foot! Can you hear what they're saying? Quiet! We don't want Mom to catch us out of bed. Okay, Leute. I told you that would happen. We almost had it, though. That was us watching Marianne fight that guy. Try to focus on him, right? Don't think about anything. So you're here to make sure I've been keeping my mouth shut? I don't owe you anything. You've been a little all over the place lately. All over the place? I've just been trying to survive. If you want to make sure I don't get desperate, you could help us out. Lend me some money. Die Stimme habe ich doch gekannt. Hallo Lukas. What happened? War das nicht die Stimme von dem Bruder? Why did it stop? I can't, Tyler. But we were so damn close. Hallo Lukas. Ja, die Stimme kennst du gut. But I'm done. Also nein, aber ich kenne die Stimme gut. You're just giving up, just like that. You can't do this. We owe her. Marianne is gone, Tyler. And nothing we do is gonna change that. Nein! Don't go, please. You can't keep running from this alley. Or it's only gonna get worse. Also es ist nicht der Bruder, aber die Stimme kennst du. Wer hat die Stimme erkannt? Kenne ich die Stimme von Life is Strange 1? Ouch! Watch it! You're stepping on my foot! Can you hear what they're saying? Quiet! We don't want Mom to catch us out of bed. There's no money. I've never asked you for anything, but right now they need you. It's not gonna happen. I've got everything I need to nail your ass in that barn. And just what do you think happens after that?
What do you mean? Well, if those kids have a father, you really think there's a court out there that'll let you keep them? No! You have no claim to my children! Get the hell off my property, now! If you ever come back here, I'm going to kill you! Allison? Vanheda, danke schön, Angie, für den Stufe 1-Sub. Danke schön. Nein, ihr Schweine, warum denn jetzt ein Cut, verdammt? Habe ich vielleicht die Mutter umgebracht, nachdem... irgendwie seltsam. Dann hat es wahrscheinlich angefangen zu regnen. Die Mutter hat ihre Waffe genommen. Hatte ich jetzt schon kurze Haare? Hatte Tyler jetzt schon kurze Haare? Wann war diese Szene? Erkannt, Nu? Nein, ich habe es nicht erkannt. Wir haben ja eigentlich an Männern nur den einen Alten auf dem Schiff noch gefunden. Also, weiß einer von euch, wer das war? Kann man das jetzt schon wissen? Schulterlang, okay. Also, wir haben jetzt im Prinzip ja nur den alten Mann auf dem Schiff gesehen. War der das? Du kennst den Mann auf jeden Fall. War das der Mann auf dem Schiff am Anfang, der vorhin im Geschäft war? Der so... Das ist ja der einzige Mann. Oder war es der Mann von der... Ja, ich weiß, wer es ist, aber ich sag nichts. Oder ist es der Mann von der Frau im Shop? Ist es der Mann von der Frau im Shop? Nee, der hat doch einen Namen gehabt. Hallo, Gurke. Ich bin neu hier. Die Mutter meinte, glaube ich, ihn. Jetzt will ich's wissen. Jetzt bin ich neugierig. Sam, oder? War das der Mann von der Frau aus dem Shop? Nee, oder? Der im Haus? Der Mann im Shop ist Tom. Wie hieß denn nochmal der, mit dem sie jetzt eine Affäre hatte? Der Besoffene war es auch nicht, nee. Das wäre zu einfach. Oh, Grüße aus Japan, hallo. Bekomme ich irgendwas? Bekomme ich irgendwas? Dieser Sam oder wie der hieß, der im Haus war, könnte der es nicht sein? Sie hatte mehrere Affären. Ah, sie hatte mehrere Affären. Vielleicht war es auch der Sam, der ihr gedroht hat? Boah, voll schwer. Woher weißt denn du das jetzt, Dief, wer das war? Genau, der mit K war das doch, mit dem sie doch ein Kind hatte quasi. Tessa sagte irgendwas mit Stan. Es war, hey Stan, der aus der Scheune. Ist so. Wo ist eigentlich der Kalle hin? Was? Wir gucken uns mal das Ende an. Es geht ja noch weiter. So, wir gucken erstmal, wie alle anderen sich entschieden haben. 53% haben Tylers Erinnerungen ausgewählt, weil sie es alle nicht gerafft haben wie ich. 35% haben den Termin angenommen. 65% haben den Termin abgelehnt. Tyler fühlte sich übergangen, als Allison die Wohnungssuche besichtigte. Ach, guck mal, die haben alle. Ich habe den Termin angenommen, ne? Wahrscheinlich ist es. Ach, jetzt raff ich, der Typ, der das Haus anschauen will, ist wahrscheinlich der, der auch das Haus abfackeln will. Okay, Allison schöpfte Hoffnung auf eine heile Familie, als Tyler Eddie verzieh. Ja, Eddie haben alle verziehen. Das haben auch viele gemacht. 80% haben sich für ihn entschieden. Tessa war dankbar, haben auch 80%. Also haben wir uns gut entschieden. There's something else. Look at this. What do you think? Should we give it a shot? I think the crafty goblins have one more hatch to sneak through. Hat voll was von Little Nightmare. Let's go. Also der Dev Stevo sagt, ich sag so viel,
Keiner kam bisher drauf, wer es ist. Keiner von uns hat es richtig erlebt. Aber wir haben den hier in diesem Spiel schon gesehen oder haben wir es in Life is Strange gesehen? Herzi, Perzi, Perzi. Dickes Kussi. Und wir sehen uns. Dankeschön für alle, die geholfen haben. Tschüss. Dankeschön. Bye, bye.